Wir reagieren heute auf die 26. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo Kevans Offizier Wasch, Dieter Dehm und Paul Brandenburg immer miteinander diskutieren. Nun ja, und wir fangen an mit dem Beitrag von Dieter Dehm, welcher sagt, die Friedensbewegung wächst nur weiter, wenn sie sich von diesen elenden Kontaktsperren verabschiedet. Und das ist eine Aussage, der ich grundsätzlich zustimmen würde. Die Cancel Culture greift immer weiter um sich. Und so etwas darf beispielsweise von der Friedensbewegung natürlich nicht noch zusätzlich gepusht werden. Da würde ich Dieter Dehm erstmal grundsätzlich recht geben. Aber er sagt dann etwas Interessantes zum Bündnis Sarah Wagenknecht, was ich dann gleich noch genauer kommentieren wollte. Verordnenden Medien ja anwächst, obwohl die Corona-Files jetzt raus sind, die Gegenseite sich bemüßigt fühlt, ständig selber Aufklärungen zu fordern, was sie natürlich zu einem großen Verwirrspiel, besonders was die Impfschäden anbetrifft, sogenannte Impfstoffschäden von mRNA, sogenannten Impfstoffen anbetrifft, und das vermischelt und vermuschelt mit den Long-Covid-Erkrankten. Und obwohl jetzt klar wird, was da alles zusammengelogen wurde und wer da alles unter Druck gesetzt wurde. Ich finde es sogar respektabel, dass Lauterbach, den ich ansonsten nicht mag und über den ich ja einige Spottlieder auch geschrieben habe, hier die Entschwärzung wenigstens gefordert hat. Und ich bin ganz neidisch. Naja, entschuldige wieder, aber es geht um seinen Kopf, oder? Er versucht, sie mit einzuretten, was geht. Na, ob der Druck schon so ist, dass es um seinen Kopf geht, dein Wort in Gottes Gehörgang. Jedenfalls ist erst einmal das so, dass wir eine Situation haben, in der erstens in der Corona-Aufklärungsfrage die anderen in die Defensive geraten. Da müssen wir hinterher. Von sich aus kommt da nichts. Von nichts kommt nichts. Und wenn die kritischen Fragen nicht gestellt bleiben, dann wird es ein großes Verwirrspiel bleiben, obwohl Aufklärung gefordert ist. Dann haben wir beim Gaza unendliche Bilder jetzt und einen unendlich großen, von mir so nicht erwarteten Aufschrei, was jetzt dieser Überfall auf die Helfer der Vereinten Nationen anbetrifft. Und das, glaube ich, alles zusammen müsste eigentlich ja der Friedensbewegung bei den Ostermärschen mehr Zulauf gebracht haben, abgesehen davon, dass Kujat und viele andere verantwortungsbewusstere Militärs sagen, der Krieg ist für die Ukraine verloren. Es sei denn, sie schicken NATO-Soldaten auf ukrainischen Boden. Dafür bereitet Jens Stoltenberg jetzt schon den Boden vor, indem er ja sagt, wir wollen im Sommer schon über die Aufnahme der Ukraine in die NATO beraten. Dann trete der Bündnisfall ein mit Open End und furchtbaren Gefahren, die eben auch dann atomare Waffen einschließen könnten. Also eigentlich hätte das jetzt mehr werden müssen, aber es war nicht mehr geworden. Es bleibt bei der Zahl von 50.000. Und das liegt an der Kontaktsperre. Das ist jetzt auch mein Appell an meine früheren engen Freundinnen und Freunde im Bündnis Sarah Wagenknecht und im Umfeld, mal drüber nachzudenken, wie lange man sich diesem Kontaktsperregesetz und der Kontaktschuld noch beugt und die Eitelkeit abzustreifen, zu glauben, wenn wir nur bis zum 1. September, dann ist die Wahl in Thüringen, unsere Pflicht erfüllen und gegen Höcke und Co. vorgehen, dann werden wir auch geschont von Spiegel und Taz und anderen. Und da kann man... Naja, also ich glaube nicht, dass da ein Kontaktsperregesetz vorliegt. Ich meine, Oskar Lafontaine war beispielsweise bei Daniele Ganser zu Gast. Sarah Wagenknecht hat mal ein Interview gegeben, hatte Nachdenkseiten ein Interview gegeben. Hochrangige BSW-Politiker sind immer wieder auch in teils wirklich abseitigen Formaten zu Gast. Jacqueline Nastic war beispielsweise in der Kommunistenkneipe. Selim Dardelin hat auch in den Nachdenkseiten einen Artikel geschrieben. Und das sind nur die Beispiele, an die ich mich gerade so aus dem Kopf erinnere. Das ist jetzt nichts, was ich extra rausgesucht hätte oder wo ich nachgucken müsste. Das sind nur die Dinge, die mir sofort einfallen. Also ja, BSW-Politiker suchen schon den Kontakt zu alternativen Medien, aber das muss viel mehr werden. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass hier eine grundsätzliche Kontaktsperre verordnet wurde. Ich glaube, dass viele in dem Muster der alten Bundesrepublik denken, dass viele denken, okay, ich muss jetzt mit diesen großen Medienhäusern reden, ich muss mit den Öffentlich-Rechtlichen reden, wenn ich meine Botschaften an die Öffentlichkeit bringen will. Und das ist ja in der Zeit der neuen Medien nun mal nicht mehr die Realität. Man kann ja heute seine Botschaften auch ja durch die alternativen Medien an die Öffentlichkeit bringen. Und das ist vielen wohl noch nicht so klar. Die sind in der Medienarbeit noch nicht so dem neuesten Stand. Ich glaube eher, dass es daran liegt und nicht daran, dass da eine grundsätzliche Kontaktsperre verordnet wurde. Sich ja dann sonnen, bis dahin noch im milden Lichte zu erscheinen. Das Problem wird dann natürlich sein, dass ab der Wahl in Sachsen und in Thüringen von der Europawahl ganz zu schweigen, dann auch
das Bündnis Sahra Wagner, in genau dasselbe Visier kommt. Vielleicht nicht gleich mit einer Verbotsforderung, aber ähnlich auch. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte auf jeden Fall dagegen sein, wenn Mitarbeitern der AfD-Bundestagsfraktion der Weg in den Bundestag versperrt werden soll. Ich halte das für unerträglich und ich finde halt nach wie vor, es ist nötig, dass wenn Unrecht... Natürlich sollte man dagegen sein. Und natürlich sollte man auch die Hetzkampagne gegen die AfD kritisieren, vor allem gegen einzelne AfD-Politiker. Ich meine, es ist ja sehr interessant, neoliberale AfD-Politiker, die werden nicht so hart. Aber Politiker in der AfD, die mehr Sozialstaat fordern, die sich kritisch zum transatlantischen Bündnis äußern, wie beispielsweise Björn Höcke, die werden richtig hart in den Medien angefasst. Das ist eine Inäquivalenz, die man auf jeden Fall auch von Seiten des BSW kritisieren sollte. Wenn parlamentarische Rechte verletzt werden bei der AfD, auch auf der linken Seite sich mutig zu Wort gemeldet werden muss. Und umgekehrt erwarte ich das auch. Das ist noch lange nicht der Fall, könnte aber ein Weg sein. Immer alles natürlich für Leute, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und da stehen auf jeden Fall ein Teil der AfDler und ein Teil ihrer Wähler. Und deswegen die einfach so zu verramschen, wie das manche Medien wollen, mit diesem Kontakt, mit dieser Kontaktsperre, hat eine parlamentarische Auswirkung, aber, und das ist viel schlimmer, eine außerparlamentarische Auswirkung auch. Denn die Friedensbewegung zeigt, dass die Kontaktsperre ein probates Mittel ist, um Angst in Leute, die eigentlich Angst vor dem Krieg haben, hineinzutreiben und sagen, oh, wenn ich auf einem Foto auftauche, wo vielleicht jemand sein könnte, der mit jemand auf dem Foto war, der auch schon mal in der Nähe der AfD gesehen worden ist, dann erfüllt das genau dieselbe Wirkung wie in meiner Jugend, als man das genau das Gleiche von moskauhörigen Spionen, von DKP, von anderen gesagt hat. Es ist genau dasselbe Strickmuster. Ich habe das schon mehrfach in dieser Sendung ja auch gesagt. Und mit diesem Trick, Angst damals war das, du könntest ein Fellow Traveler von Moskau sein, von der Sowjetunion sein, ein Ostspion sein, du könntest mit Leuten zusammenhängen und finanziert worden sein von solchen Leuten. Das hat damals Angst reingebracht, als die Menschen diese Angst endlich überwunden haben. Damals sind die Ostermärsche auch lange auf der Stelle getreten, was die Frage der NATO-Raketen anbetraf. Wenn man die überwunden hat, dann wuchs plötzlich die Friedensbewegung über diese magischen 50 bis 100.000 in die Richtung der 1 Million, die dann auch mit Heinrich Böll und anderen, die sich heute im Grabe rumdrehen würden, wenn sie wüssten, dass ihr Name missbraucht wird für die Stiftung der Grünen, dann auch mit solchen Leuten in Mutlangen etc. auf der Straße waren. Deswegen glaube ich, dass wir in solchen Zeiten den Lügen noch mutiger gemeinsam entgegentreten müssen. Und das sage ich ganz bewusst rechts und links. Immer auf dem Boden des Grundgesetzes, und das bestreite ich erstmal niemand, wer das von sich behauptet, da muss der Nachweis geführt werden. Das kann nicht einer wie Böhmermann und Co. irgendwo behaupten, dass jemand gegen das Grundgesetz arbeitet und dann ist das als Gesetz zu nehmen. Das wird auch nicht durch Schülervertretungen, die jetzt 4 Schülervertretungen des Ostens jetzt gefordert haben, wir müssen in den Schulen noch mehr tun gegen die AfD. Ich weiß gar nicht, ob Schulen sich wirklich eignen, um Parteipropaganda hier zu betreiben, wie die das da fordern. Das alles, glaube ich, ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass man Lügen gemeinsam entgegentritt, aber eben auch zu gemeinsamen Anstrengungen gegen die Ausweitung der Kriege und gegen die Stärkung der NATO zu gelangen. Letzter Punkt nur, es ist wirklich eine Schmonzette, fast böse geschmunzelt, als ich gelesen habe. Und das ist wirklich, da kommt das so wie das Armband, das manche Plattenfirma früher zum passenden Song und zum passenden Hit und zur passenden CD geliefert hat, passt das jetzt auch zu den ganzen Anstrengungen gegen die Russen, dass jetzt plötzlich gesagt wird, das Havanna-Syndrom ist damals von den Russen erfunden worden. Wie darf man sich das vorstellen? Havanna-Syndrom hieß, du bist also in irgendeiner US-Botschaft. Das war zum Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Das erklärt Dieter Dehm jetzt dazu. Ich lasse ihn das auch gleich erklären, weil das ein ziemlich skurriler Fall ist, wo die USA sich ziemlich deutlich blamiert haben. Aber Kontaktsperren, ja, da sollte sich das BSW und auch das BSW-Vorfeld in keinem Fall dran beteiligen. Wir sollten auf jeden Fall mit allen politischen Lagern reden, denn nur durchs miteinander reden kommen wir weiter. Wenn wir da irgendwelche Sperren verhängen und sagen, mit dem darf man jetzt nicht reden, der ist aus den und den Gründen böse, dann... Ja, dann zerstört das langfristig den gesellschaftlichen Diskurs. Und das ist eine Folge, die man auch sehen muss. Und dann schwächt das vor allem unser eigenes politisches Lager. Also wir sollten uns nicht von unseren Feinden diktieren lassen, mit wem wir zu reden haben und mit wem nicht. Das ist etwas, wo ich Dieter Dehm auf jeden Fall zustimmen möchte. Aber das BSW, da gibt es keine kategorischen Kontaktsperren. Also da würde ich auch sagen, der Vorwurf, der trifft so pauschal nicht zu. Da sind viele Leute noch nicht so politisch wach, noch nicht so in der Medienarbeit drin. Und ja, sie sollten definitiv alternativen Medienformaten mehr Interviews geben, beispielsweise. Also das wäre ja schon ein wichtiger erster Schritt.
den man relativ schnell anstellen könnte. Kann man sich das vorstellen? Havanna-Syndrom hieß, du bist also in irgendeiner US-Botschaft, das war zum ersten Mal in Havanna, dann kommen geheimnisvolle Töne oder geheimnisvolle Gerüche und dadurch verlieren Leute das Bewusstsein, das Gedächtnis etc. Also man stelle sich vor, Joe Biden war in irgendeiner dieser US-Vertretungen und dann kommt er raus und dann passiert ihm leider, was ihm ja passiert ist, er verwechselt Angela Merkel mit Helmut Kohl und spricht den mexikanischen Staatspräsidenten mit Assisi an, obwohl das der Staatspräsident Ägyptens ist. Das kann nur alles die Schuld Putins sein, dass Putin damals einen geheimnisvollen Ton in irgendeine US-Vertretung gelegt hat und Joe Biden dadurch sein Gedächtnis verloren hat. Alle diese Dinge tauchen jetzt ernsthaft, das ist ja kein 1. April-Scherz gewesen, in den Zeitungen auf. Und wir müssen und sind doppelt und dreifach darauf angewiesen, in so einem Medium wie Nachschlag Express gegen diese Lügen zu kontern und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass der nächste Schritt nach der viralen Aufklärung, nach der Aufklärung im Netz, in den sozialen Medien, soweit sie nicht gesperrt werden, dann auch dazu führt, dass auf der Straße wieder mehr Menschen zusammen sind. Wir versuchen das am 1. September, den Weltfriedenstag in München vorzubereiten. Ob es klappt, wir wissen es nicht, ob genug dann auch da mobilisierungsfähig da sind. Wir wissen es nicht, wir werden es versuchen, so wie man alles versucht. Erster Schritt ist weg mit dieser Kontaktsperre in den Köpfen, weg mit der Kontaktschuld in den Köpfen. Und es müssen Menschen, die guten Herzens, jetzt zitiere ich Oskar Lafontaine, guten Herzens und ehrlichen Herzens für Frieden mit Russland sind, auch auf der Straße zusammenkommen. Soweit mein Beitrag. Ja, Dieter, vielen Dank für diesen Appell, den ich richtig und wichtig finde. Aber Kevan, ich bin sehr skeptisch, dass das in Richtung der linken Politiker oder BSW-Politiker irgendwie verfangen kann. Ich lege mich fest, diese Sarah Wagenknecht wird seit ihres Lebens niemals so viel Einsicht haben, wie Dieter es gerade bewiesen hat und wird weiter ihren Kurs fahren. Dafür ist sie einfach zu sehr auf Fleischtopfkurs am System dran. Also, oder kannst du dir vorstellen, dass sie tatsächlich so viel Vernunft entwickelt? Ich möchte über das finde Sarah Wagenknecht, über Sarah Wagenknecht als politische Figur gar nicht reden. Das ist absolute Zeitverschwendung. Ich könnte genauso gut sagen, Fußball kann es sein, dass es da um Geld geht. Quatsch, dafür zu diskutieren. Und das reicht mir auch als Antwort. Ja, ich würde sagen, Es ist ungerecht. Ja, ich darf auch ungerecht sein. Ich glaube, dass ein Land wie Deutschland und die deutsche Bevölkerung zu den schlecht informiertesten Bevölkerungen überhaupt gehören. Und deswegen spielt es auch keine Rolle, was sich da draußen tatsächlich abspielt. Hauptsache, es wird in einem entsprechenden Narrativ präsentiert. Und das Narrativ sagt ja immer in ARD und ZDF, die Lage haben wir im Griff. Und das ist ein bisschen wie Deutschland bis 43. Dann wundert man sich plötzlich ab 44, dass dann plötzlich das eine oder andere Hausverbot ist. Also man muss sich mal Folgendes vorstellen. Also wir reden hier über Kontakt schon mit A und B nicht reden. Und Ukraine läuft total aus dem Ruder. Und zwischendurch greift aber ein Land wie Israel die iranische Botschaft in Syrien an. Das ist eine Kriegserklärung. Und dann gefährlich. Ich meine, da wird ein Haus zerstört, komplett zerstört in dem guten Stadtteil und es werden einige Mitarbeiter umgebracht. Das stellen Sie sich mal umgedreht vor. Der Iran hätte die israelische Botschaft in Berlin angegriffen und wäre in die Luft geflogen, komplett mit Tod. Das wäre eine Kriegserklärung. Sofort. So, das spielt in unseren Medien überhaupt keine Rolle. Und deswegen gibt es keine Friedensbewegung. Die Deutschen sind extrem schlecht informiert. Die wissen gar nichts. Und das ist ja genau der Punkt. ARD und ZDF stehen ja deswegen auf ihren Gebühren. Und jetzt habe ich Kevan hier auch auf Beschleunigung gehabt. Das tut mir natürlich leid. Den kannst du nicht so schnell haben, aber naja, ich weiß, also Paul Brandenburg begründet ja nicht, dass BSW so kritisiert. Ich meine, könnt ja wenigstens mal sagen, was ihn genau stört. Also das BSW, das ist definitiv gegenüber dem transatlantischen Bündnis wesentlich kritischer als die AfD. Es ist gegenüber dem Großkapital wesentlich kritischer als die AfD. Also ich habe keine Ahnung, wieso Paul Brandenburg die AfD immer in Schutz nimmt und das BSW hier so kritisiert. Also könnte er ja mal begründen. Bleibt, weil solange der Deutsche in ARD und ZDF und in entsprechenden Gazetten liest, dass die Welt in Ordnung ist und das ist alles da draußen, merkt er nichts. Und deswegen haben wir niemanden auf der Straße. Und man muss da ganz gerechterweise zu sagen, es ist nicht wirklich neu, sondern als damals doch Hunderttausende auf die Straße gingen, das war ja auch nicht, weil die Leute gut informiert wurden, sondern sie wurden über Institutionen auch benutzt. Da haben dann entsprechende Parteiapparate getan, haben die Leute alle eingeladen, ähnlich wie in der DDR, um zu sagen, hey, wir, aber es war dann die entsprechende Organisation, SPD und verschiedene Verbände. Und wenn die eben nicht laden, geht keiner auf die Straße. Und das ist ja heute genauso. Also dann kriegen die Schüler eben frei für die richtige Partei und dann geht auf die Straße. Und wenn die das eben für A oder B macht, das heißt, wenn du dann tatsächlich mal nachfragen solltest, warum sie auf die Straße gehen, dann werden da ja noch Floskeln nachgebetet. Das siehst du ja auch, wenn irgendwo Demos gegen Daniele Ganser stattfinden, dann fragt man sie, wie finden sie denn Ganser? Ich weiß eigentlich gar nichts von dem, aber ich bin hier hingeschickt worden. Und wenn ich es geht doch auch noch weiter. Also immer, wir haben auch immer mehr Bildungsminister, die fordern und die ganze ankündigen, dass die Kinder in den Schulen auf den Krieg vorbereitet werden. Und es gibt keinerlei Proteste irgendwelcher Eltern, im Gegenteil. Also, die GEW, die hat sich tatsächlich dagegen ausgesprochen, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, aber politische Streiks sind in Deutschland verboten. Das heißt, dagegen streiken kann die GEW nicht. Sie könnte zumindest mal größere Proteste veranstalten. Also
einfach so ein Statement rausgeben, ja, wir finden es katastrophal, was die Bildungsminister da gerade ankündigen, das reicht nicht als Gewerkschaft, da muss man ein bisschen mehr machen. Aber es gab schon Widerstand hier von der Gewerkschaft, definitiv. Aber wie gesagt, solange die Gewerkschaft das nicht in Öffentlichkeit trägt, solange sie keine Proteste ankündigt, solange sie halt nur Statements abgibt, solange kriegt das auch keiner mit. Im Prinzip schweigen mit Zustimmung. Genau, und von da ist es eben so, ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, die einzigen, die da in Deutschland gut informiert sind, sind welche, die neben den klassischen Medien, die sie ja gucken müssen, ab und zu, da, an so einer Litfaßsäule im Bahnhof läuft man ja einfach bei, wenn Ströer da irgendwie für irgendwas wirbt, die eben noch die Konzernunabhängigen und da eben in der Lücke erkennen, hier stimmt einiges nicht, die eben sowohl Ost- als auch Westfernsehen, also die neben dem Propaganda ihr persönliches Radio London da genießen. Und das sind aber, da muss man ganz ehrlich sein, das sind ja nur maximal 2 Millionen. 2 Millionen Deutsche konsumieren alternative Medien und der Rest guckt den Rest und so benimmt sich auch die Massen auch. Man muss sich jetzt also nicht wundern, warum das so ist. Sobald irgendeine Partei aufrufen würde für eine Demonstration gegen die RAF, auch wenn es die gar nicht mehr gibt, würden 100.000 auf die Straße gehen. Die Menschen tun einfach das, was man ihnen sagt. Sie sind einfach unfassbar gedrillt und solange da draußen nicht geblasen wird und nicht die tatsächliche Situation beschrieben wird, wie sie ist, nämlich ziemlich gefährlich, denkt man sich, naja, wenn es schlimm wäre, würde man uns schon informieren und da man uns nicht informiert, kann es auch nicht schlimm sein. Und das siehst du eben, das ist genau der Punkt. Deswegen, man muss da ganz ehrlich sein. Es ist, natürlich kommt dazu, dass die Friedensbewegung überaltert ist, das muss man auch sagen. Und die Jungen sind im Netz. So. Und die sind gewohnt, dass man sich im Netz nicht engagiert, sondern dass man da eben mit protestiert und mit empört, aber das macht man per Mausklick. Und welcher Jugendliche, der jeden Tag seine 50 Videos anguckt und auch postet oder selbst sogar Produzent ist von solchen Inhalten, war denn schon mal auf einer Demo, wo richtig Menschen sind? Also lass mich mal dir da wirklich in zwei Punkten widersprechen. Bevor Dieter jetzt was sagt, ja, das wundert mich tatsächlich, diese Zahl von 2 Millionen. Ich meine, es gibt ja die Umfragen, wo ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sagt, oder zumindest ein Drittel, ein bisschen, wir glauben der Tagesschau und den Mainstream-Medien kein Wort mehr. Also sowohl den öffentlich-rechtlichen als auch den privaten. Wir konsumieren das zwar noch nebenbei oder hauptsächlich, aber wir glauben denen auf jeden Fall nicht mehr. Wir wissen, dass die uns in fast allen wichtigen Themen anlügen. Aber das wundert mich jetzt, dass Kevin hier eine Zahl von nur 2 Millionen nennt. Das kommt mir doch sehr, sehr niedrig vor. Da müsste ich mich vielleicht noch mal einlesen, wie der Medienkonsum der Deutschen ist. Ich dachte, das wäre schon ein deutlich höherer Anteil in der Bevölkerung. Das glaube ich, dass die Friedensbewegung von damals einigermaßen zu kennen und war auch da, glaube ich, an organisatorisch nicht ganz unwichtiger Stelle dabei beim Vorbereiten der großen Kundgebungen in Bonn und auch Mutlangen. Und da war es eine ganze Zeit lang so, dass das so verfangen hat, wie du sagst, und dann brach das. Also der SPD-Parteitag und der SPD-Parteivorstand hat großen Beifall an Helmut Schmidt gehabt, als der die Atomraketen gefordert hat, die Pershing 2 und die Cruise Missiles gefordert hat. Und es war eine ganze Zeit lang so, dass die alle auf der Stelle traten und diese Wirkung auch, ihr seid vom Osten finanziert und so auch tief da in den Mittelbau der Funktionäre der SPD reingewirkt hat. Und dann brach das um. Oskar hielt eine beachtliche Rede in München auf dem Bundesparteitag, hatte einen gigantischen Beifall mit einer Rede gegen die Atomraketen und dann musste die SPD Abstand nehmen durch einen Parteitagsbeschluss. Daran ist ja dann auch Genscher aus der Koalition mit der SPD ausgetreten und es kam dann zum Regierungswechsel, auch aufgrund dieser Bewegung. Und zweitens, wir haben Umfragen und die Umfragen sind ja auch mit Jugendlichen gemacht. Die können nicht nur einer überalteten Friedenstruppe wie mir jetzt als 74-Jährigen da irgendwie nur gefolgt sein, sondern die Umfragen sind, dass immer noch eine stabile Mehrheit gegen neue Waffenlieferungen an die Ukraine sind. Da müssen Jugendliche dabei sein. Dass es denen gelungen ist, bei diesem ganzen Fake-Hokus-Pokus mit den Demos gegen rechts und mit dem angeblichen Potsdam-Gate, da Leute auf die Straße zu bringen, ist das eine mit viel staatlichem Geld und viel Propaganda ist das eine. Aber du hast stabile Umfragen, die nicht die Ausweitung dieses Krieges wollen, so wie das. Sonst würde auch übrigens Scholz, der ja nun kein großer Held ist,
nicht gefordert haben, keine Taurus zu liefern. Sonst hätte Mützenich, der etwas heldenhafter ist als Scholz, nicht gesagt haben, der Konflikt in der Ukraine muss eingefroren werden. Also ich bin davon zutiefst überzeugt, dass die sogenannte schlafende Mehrheit oder schweigende Mehrheit gegen diesen die Ausweitung des Krieges ist und deswegen die Propaganda auch so hysterisch wütet. Und da sind auch Jugendliche dabei. Ja, aber weißt du, ich will nochmal darauf kommen, das, was man damals an Friedensbewegung gesehen hat, auch bei den Ostermärschen, das war ja eher so noch analog organisiert. Da gab es ja eben nicht etwas anderes, wo die Leute sich auch gearbeitet haben. Die Menschen sind ja heute, wenn sie im Netz sind, auch Jugendliche, permanent entweder sich mit Entertainment beschäftigt oder permanent politisch beschäftigt. Das heißt, die sind dabei und haben sich da auf ihr Spezialgebiet festgelegt. Und da muss man halt einfach sagen, damals waren die Kirchen dabei oder waren die Gewerkschaften dabei. Und wenn die das heute auch wieder wären, würden auch wieder mehr Leute auf die Straße gehen. Aber ich glaube, es wären doch eher ältere Leute. Und ich sehe es jetzt mal an meinen Kindern. Ich kann zu meinen Kindern sagen, die sind bestimmt alles andere, aber bestimmt nicht politisch ungebildet. Und meine Kinder waren noch nie auf einer Demo. Ehrlich nicht. Aber wenn ich mit denen über die Themen rede, sind die total gut informiert. Die sind absolut der Meinung. Wir streiten uns auch, aber die ist vollkommen klar, sind gegen jede Art von Krieg. Die sind dafür, dass wir andere Medien bekommen und so. Aber wenn ich dann meine ältere Tochter frage, die ist 29 oder meine andere 22, und auf welcher Demo warst du zuletzt, dann sagen sie, habe ich nicht geschafft. Aber sie sind bei jedem Video. Ich will ja jetzt, also Demos mögen grundsätzlich sinnvoll sein und ja, geht dahin auf jeden Fall, aber das ist nicht die effektivste Form von Einfluss. Also auch die Friedensbewegung, was hat die denn letztlich gebracht? Es waren zwar riesengroße Demonstrationen, aber was haben die letztlich verändert? Oder die Demonstration gegen die Agenda 2010, die Demonstration gegen die Privatisierung in der wiedervereinigten Deutschland. Also da wurde ja die DDR der BRD angeschlossen und man hat da die ganzen Staatsbetriebe privatisiert. Da gab es riesige Demonstrationen im Osten. Was haben die denn geändert? Nichts. Also Demonstrationen sind kein effektives Machtmittel. Es ist leider so. Und deswegen, wenn ich zu einer Demonstration gehen würde, ich muss tatsächlich gestehen, ich war bisher auf noch keiner Demonstration. Ich hatte bei der letzten Friedensdemo von Sarah Wagenknecht, da ist mir dann leider was dazwischen gekommen, sonst wäre ich da nach Berlin gefahren. Aber ja, Demonstrationen sind kein effektives Mittel, um Politik zu verändern. Es ist leider so. Da müsstest du wirklich andauernd Menschenmassen auf die Straße bringen und dann bräuchtest du eine spezifische historische Situation, wo die Mächtigen auch bereit sind, auf friedlichen Protest hin ihre Politik zu ändern. Und das hast du ganz selten. Das hattest du in der DDR 89. Das hattest du im Iran 1979. Das hast du sehr selten. Das ist nicht der häufigste Zustand. Meistens werden Demonstrationen einfach ignoriert oder führen zu einem Regierungsrücktritt und die nächste Regierung, die dann an die Macht kommt, die ist genauso korrupt wie die vorherige. Also wenn sie Erfolg haben, und davon sind die Friedensdemonstrationen ja wirklich weit entfernt. Also was den Mächtigen Angst macht, ist, dass sie ihre, dass sie ihren Platz an den Fleischtöpfen verlieren, dass sie bei Wahlen schlechter abschneiden. Also das ist, jetzt wird, wenn Kevin das hören sollte, wird er wahrscheinlich nicht, würde er mich wahrscheinlich auslachen, aber ja, Wahlen ändern mehr als Demonstrationen. Also in unserem System, es ist leider so. Dabei gucken sich an und sind auch rege am Diskutieren, aber sie gehen nicht auf Demos. Warum auch immer, sie tun es eben nicht. Vielleicht, es sei denn, sie würden mitgehen. Sie gehen nicht mal auf Demos, wo ich rede. Machen sie nicht. Ja, so. Und das ist eben, und diese Generation ist damit nicht groß geworden und die sieht das vielleicht auch nicht als so wichtig an. Vielleicht muss man eher klar machen, dass das auch wichtig ist, Präsenz zu zeigen auf der Straße, weil der Politiker eher auf diese Bilder reagiert. Aber sie sehen ja eben auch, dass wenn man riesige Demos macht, wie das Wahlweg gemacht hat, das war ein Riesenerfolg, muss man da sagen, mehr als 500.000 Leute, dass es am Ende kleingeschrieben wird und dann sind die gewohnt, da waren zwei große Demos und dann muss die Welt anders sein, ist sie aber eben nicht und dann lohnt sich das, stellen Sie die Frage. Also gehen wir nur kurz bevor Paul... Ja, ich sag's dir, du musst jede Woche 100.000 Leute auf die Straße bringen, mit einer klaren spezifischen Forderung. Wie bei den Bauernprotesten, da waren es jetzt vielleicht nicht so viele, aber die Forderung, diese konkreten Steuerreformen, die Ampel da angestoßen hat, die sollen zurückgenommen werden. Also die Subventionen beim Diesel und die Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Geräte, die sollen zurückgenommen werden. Das waren ja klare Forderungen. Und die Ampel ist da teilweise auch drauf eingegangen. Also wenn du eine klare spezifische Forderung hast und wirklich dich gut organisieren kannst und dann wirklich jeden Tag Leute auf die Straße bringst, dann kannst du was verändern. Aber wenn du einmal eine Demo machst, dann ändert das nichts. Es ist leider so.
wenn der Vater redet, das ist bei mir auch so, dann gehen die Kinder in der Regel nicht so gerne hin. Das hat mit anderen Dingen zu tun. Und zum Zweiten wird es unser kategorischer Imperativ bleiben, den Leuten klarzumachen, dass auf der Straße und nicht im Netz der eigentliche Widerstand stattfindet. Und dazu muss man auch ein bisschen die Kundgebungen ändern. Also die Art der Demos ist auch ein bisschen auf alte zugeschnitten. Das muss ich selbstkritisch sagen. Und da muss man nochmal schauen, dass ein paar Rapper und ein paar Leute, auch ein paar Künstler, die für Jugendliche interessant sind, hinkommen. Erst dann haben wir den. Aber das war damals. Was heißt hinkommen? Also es reicht ja schon, dass bei dem Friedensappell von Sarah Wagenknecht, der wurde ja von zahlreichen Intellektuellen unterschrieben. Da waren dann Leute wie Reinhard May dabei. Also wirklich Leute, die nur von Alten gekannt werden. Also fast niemand in meinem Alter kennt diese Leute oder maximal vielleicht schon mal Namen gehört. Aber das sind definitiv Leute aus anderen Generationen. Warum hat das kein junger Künstler unterschrieben? Warum waren da warum waren da alle Rapper, alle Popkünstler so still? Also warum äußern die sich nicht politisch? Ich meine, dass KIZ jetzt vor kurzem beispielsweise mal dieses Lied Frieden rausgebracht hat, das war ja schon das mutigste Statement, was man aus der Rap-Szene in den letzten Jahren gehört hat. Da kommt ja einfach nichts. Also jetzt zum Krieg in Gaza gibt es tatsächlich einige, die sich äußern. Aber vorher zur Ukraine? Wirklich hat sich niemand geäußert und auch in Gaza, wie gesagt, da gibt es einige, Kaya Jana beispielsweise, aber auch da sind die meisten Prominenten, die unter Jüngeren bekannt sind, erstaunlich still. Damals übrigens auch so. Also da sind gewisse Analogien, die nicht nur Frust verstärken, sondern auch ein bisschen Mut machen. Nee, ihr Lieben, Entschuldigung, also da seid ihr jetzt die alten weißen Männer, die auf die Jugend schimpfen und das ist sowas von überholt. Also Du bist die Jugend. Das haben schon die alten Griechen gemacht und haben erklärt, dass die Jugend von heute ja lange nicht mehr so gutes Benehmen hat und die Alten nicht schätzt. Das ist das älteste Motiv der Welt. Im Ergebnis stimme ich euch weitestgehend zu, aber ich glaube, der Pessimismus, was die Jugend angeht, ist da falsch. Und es ist auch keine Frage der Methode. Es ist relativ simpel. Ich finde, das klang bei dir mit Ankäfern. Es gibt kein Gefühl der Dringlichkeit, was dieses Thema angeht, bei den Jüngeren. So, aber das ist keine Frage, kein Problem des Alters, weil die zu jung sind, zu blöd oder zu viel im Internet sitzen oder sowas. Das sind die Erklärungen, die hatten wir damals schon. Ich habe mal zu viel Sendung mit der Maus geguckt, so hat meine Mutter sich dann erklärt, was aus mir irgendwie Schlimmes geworden ist. Mittlerweile sind wir versöhnt. Aber das ist dieser Kulturpessimismus und diese Technikschimpferei von Älteren, das ist das immer Gleiche. Nein, warum sind die Jüngeren heute nicht auf der Straße dieses Themas wegen? Das ist die interessante Frage. Erinnern wir uns, dass sie beispielsweise auf der Straße waren wegen Urheberrechtsgesetzen im Netz vor einigen Jahren. Da ging es dann eher um, da war das tatsächlich aber Meinungsfreiheit echt noch was sie in dem Ofen vorgeholt hat, weil es da so aussah, als ob zum ersten Mal tatsächlich irgendwelche Inhalte wegfallen. Warte noch kurz. Also die Frage, die mich interessiert ist, warum empfinden Sie dieses Thema nicht als so dringlich, dass Sie etwas machen? Das Gefühl habe ich nämlich. Ich glaube tatsächlich, dass der wesentliche Unterschied zwischen der jetzigen theoretischen Antikriegsgeneration und eurer tatsächlich das Alter war. Was ist der Unterschied? Ein Dieter kann sich noch erinnern, wie es war. Ja, der war näher dran an den Erzählungen. Der hat das auch noch erlebt bei den eigenen Eltern. Dass das Krieg real ist, dass das in dieser Region vorkommen kann. Je weiter du weg bist von so etwas, wenn du es nicht erlebt hast, dann empfindest du es als Abstraktum. Schaut euch solche Leute wie Göring-Eckardt oder Habeck an. Der hat doch allen Ernstes selbst an seine Krieg ist Frieden, Frieden ist Kriegrede gehalten. Gerade vor kurzem eine vollkommen idiotische Ansprache irgendwo im Netz verbreitet, die Leute mit Schulterzucken irgendwie quittiert haben, bei dem Unsinn, den er verzapft hat. Meine Überzeugung ist, dass den Jüngeren, ab 30 abwärts, tatsächlich das Gefühl dafür fehlt, das Bewusstsein für die unmittelbare Bedrohung, die da ist. Aber Paul, glaubst du nicht, dass die... Paul, glaubst du nicht, dass die Kontaktsperre auch einen bei der Jugend verfängt? Wenig bis kaum, ehrlich gesagt. Wenig bis gar nicht. Natürlich, das Wohlverhaltensding ist da. Man will natürlich immer zu den Guten gehören und sich nicht mit den Bösen... Ja, ich glaube schon, dass das sehr stark verfängt. Also jetzt natürlich nicht bei den normalen Leuten, aber bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, bei Meinungsführern. Die achten die achten darauf, dass sie sich mit keinen Leuten umgeben, die irgendwie gefährlich sein könnten, wo irgendwas verbreitet sein könnte, was ihrer Karriere schaden könnte. Das ist definitiv so. Also bei Popkünstlern, bei Rappern hatte ich gerade als Beispiel, es ist bei Influencern genauso, bei Leuten, die sich politisch äußern, die wollen auf keinen Fall mit irgendwem zu tun haben, die in den Mainstream-Medien schlecht geredet werden.
Nazis einlassen. Ich glaube aber nicht, dass das das mächtige Ding ist. Wenn da wirklich ein Gefühl für Dringlichkeit wäre, siehe Bauern zum Beispiel, ja, wo das dann nicht funktioniert hat, dann ist es dann plötzlich egal. Also nein, das glaube ich nicht, dass die Kontaktschuld... Paul, ich möchte mal Folgendes sagen. Ich glaube, ein Gefühl für Dringlichkeit ist nie gegeben von sich aus, weil die Menschen heute, das war vielleicht schon immer so, aber heute ist auf jeden Fall so, Politik ist etwas furchtbar Abstraktes. Du hast es während der Corona-Zeit gesehen, da sind die Jugendlichen doch alle ganz, ganz brav. Und dann gab es aber Organisationen, die gesagt haben, hey, geh auf die Straße während Corona und Kontaktschuld und wie auch, also im Sinne von, kannst dich anstecken, scheißegal, weil jetzt geht's um Black Lives Matter. Und da waren 100.000 auf der Straße, waren überhaupt nicht davon betroffen. Null. Na, auch, erstmal waren auf den Corona-Demos, glaube ich, wesentlich mehr Menschen als auf den Black Lives Matter-Demos. Und von den regierungsfreundlichen Demonstrationen, die werden natürlich immer hochgeschrieben. Und die Zahlen von den regierungskritischen Demonstrationen, das gilt für die Friedensdemos genauso wie für die Corona-Demos, die werden von den Medien dann runtergeschrieben. Also das ist ja, deswegen sollte man sich hier jetzt, glaube ich, nicht von so hohen Zahlen überraschen lassen. Ich glaube, da könnte auch was mit der Zählweise nicht ganz korrekt sein. Sage ich jetzt mal ganz verschwörungstheoretisch. Cool. Ja, aber da war eben die Hippe auch so im Hintergrund und wenn man dabei ist, ist es eben cool und es war ein Event so. Und wenn das von einer ähnlichen Organisation, gehe jetzt mal, würden die da hingehen? Von sich aus geht in Deutschland niemand irgendwo hin, sondern wenn eine Organisation sich so ein Dach oben drüber macht. Das ja, und Fridays for Future, falls das Beispiel jetzt kommt, da haben die Kinder halt freitags schulfrei gehabt und wenn man schulfrei hat, dann ist das halt eine ungeheime Motivation, zu Demos zu gehen. Deswegen war das Ganze auch so erfolgreich. Also, dass man hier quasi sich schulfrei geben konnte selbst und dann noch zu den gezählt hat. Also natürlich ist das dann sehr erfolgreich. Also das braucht man jetzt nicht. Also deswegen ist Fridays for Future, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Und da waren ja wirklich Millionen Leute auf diesen Demos. Den Stempel drauf, ein Adidas, man muss das Stempel, dann ist das cool, dann geht man dahin. Und deswegen ist es von mir auch gar keine Kritik an den jungen Menschen, sondern es ist ganz normal so, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die nur dann geht, wenn da drüber praktisch eine Art Verpackung, ein Frame ist, nachdem, dass das jetzt in Ordnung ist, dann wird die für die entsprechende Firma, wird die eben aufgefordert, muss eben das muss passen, ja, muss also markentypisch muss das eben passen. Das heißt, ja. Bei den Eltern muss die Gewerkschaft die Kirche sein, woanders irgendwie NGOs, und dann muss ein schwarzer Rapper dazu noch ein Lied schreiben und dann geht man dorthin. Und solange das nicht passiert, geht niemand irgendwo. Wohin. Ja, ich gebe dir im ersten Teil gebe ich dir recht, siehe Greta Thunberg. Ich meine, irgendeine 16-Jährige, die Schule aufgibt, aber cool wird am Ende irgendwie Patagonia-Model, verzapft völligen Unsinn und sorgt für Massenbewegung, gar keine Frage. Nur ist natürlich die Antwort auf ein echtes Problem, wie dieser drohende Krieg, das heißt drohend, dieser laufende Krieg, der droht, sich so auszuweiten, dass auch in Deutschland Bomben fallen, ist ja nun nicht dadurch zu lösen, dass wir so eine Art Regen-Greta Thunberg propagieren und versuchen aufzuziehen. Ich stimme nicht zu, dass die Menschen dann nicht auf die Straße gehen, wenn da dieses Leitmotiv fehlt und diese Marketing-Maschinerie drumherum. Ich stimme völlig zu, dass wenn diese Maschinerie da ist und dieses Institut, dann kriegst du eben Massen auf die Straße. Siehe diese Regierungsdemos gegen die Opposition, die völlig inhaltsleer waren und nur Angst. Aber wenn das Gefühl für Dringlichkeit da wäre, bräuchtest du nicht so viel Propaganda dabei. Also so optimistisch bin ich da. Aber in dem Moment, wo die Wehrpflicht kommt, und sie wird ja kommen als Resilienzjahr, und plötzlich wird es etwas Persönliches, dann könnte es sein, dass der eine oder andere sagt, du, da möchte ich nicht so hin. Das ist so ein bisschen wie Klitschko, der bei Lanz sagt, ich würde nicht für mein Land sterben, ich möchte für mein Land leben, ist ja viel schwieriger. Dann wird es funktionieren. Das sind Dinge, die sind alle total abstrakt. Und diese Jugend, das ist normal, erlebt die Welt durch ein Endgerät und kaum direkt. Und das hat damit zu tun. Eben, ja, siehe Klitschko, gutes Beispiel, ne? Möchtest du für ihr Land sterben? Nein, ich möchte für mein Land leben. Deswegen, insofern hoffe ich tatsächlich, dass sie versuchen, diese Wehrpflicht wieder einzuführen. Ich glaube, sie werden da ganz vorsichtig sein. Selbst die Wehrpflicht reicht nicht unbedingt. Es braucht dann im Prinzip auch eine großes Einziehen, eine Art Generalmobilmachung, weil nur das Abstraktum, naja, es gibt wieder Wehrpflicht, mein Gott, okay, betrifft mich nicht. Es muss die Menschen selbst betreffen. Und du hast völlig recht. Also plötzlich waren dann Häuser kaputt irgendwann in den 40ern und da haben sie gemerkt, nun ist der Krieg da und das war doch nicht alles in Ordnung. Die Frage ist dieses Mal nur wieder, wird dieser Moment so ähnlich sein? Wird es wieder bis zum Eintritt des Schadens dauern, dass sie es begreifen, dass es plötzlich in ihrem Leben ist? Oder gibt es eine Chance, ihnen das früher klarzumachen? Ja, ich fürchte, wir sehen es doch bei Corona. Bei Corona hat der Schaden doch angefangen, dass die Leute sich haben eine Spritze setzen lassen und für sich selbst auch sagen, ich bin danach zwar krank geworden, aber es kann nichts damit zu tun haben. Sehen wir doch, brauchst du keine Bomben, sondern dass es in der Masse geleugnet wird. Ja, und das, nachdem ja auch klar ist, jetzt nicht nur mit den Pfizer, sondern dass Pfizer das Verfahren geändert hat und im eigenen Test diese riesige Nebenwirkung wusste davon, dass Bill Gates ausgestiegen, das ist sowas von hochkorrupt, aber die Verdrängungsmaschine, von wem werde ich denn dann regiert, müsste ja dann sagen, da muss ich das selber machen. Aber wie, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich bin ja erzogen worden, man hat mir ja das Rückgrat rausgenommen. Und das ist das Grund,
Problem. Solange wir es mit einer Generation oder mit Generationen zu tun haben, die so über den gesamten Erziehungsapparat gedrillt und auf konform gebürstet sind, kennen die eben auch nicht die Alternative. Wir sind einfach wie Zootiere. Und deswegen in diesem Status quo, den wir verharren, wo ich mich auf eine unsichere Zukunft einlasse, bleibe ich lieber einer repressiven Gegenwart. Und das ist von der Soziologie und von der Propaganda schon ziemlich gut erforscht. Also ich bleibe trotzdem... Dann wundert einen das auch nicht mehr. Ich bleibe trotzdem dabei, die Kontaktsperre ist ein hochprobates Mittel, das noch weiter zu vertiefen. Und weißt du, das ist ja, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Erst wenn klar ist, dass die Schmuddelkinder keine Schmuddelkinder sind, sondern dass man in deren Nähe etwas für sich tun kann und dass es auch ein gutes Gefühl gibt, erst wenn das geschafft ist, kippt ja. das. Und das wird kippen. Also ich bleibe bei meiner These, euer beiden Skepsis, die ich gerne mit einarbeite in meine These zum Trotz. Ja. Aber weißt du, Dieter, es wird so sein, wenn man die Frage stellt, warum bist du nicht da hingegangen? Solange mich nicht eine für mich zuständige Autorität auffordert, muss ich doch da nicht hingehen. Und wenn, gehe ich sofort hin. Ja, leider ja. Und wo wir schon bei moderner Tierhaltung sind oder Nutztierhaltung, und Nutztiere ist auf jeden Fall das, was für das man uns hält, politischerseits, passt bestens, was ich als damit wären wir dann bei der nächsten Schlagzeile, dazu kommen wir gleich, aber nochmal zu Kälberns Wehrpflicht. Da hoffe ich, dass es da Widerstand gibt, aber sagen, wir hatten doch damals auch Wehrpflicht, hat uns ja auch nicht geschadet, also sollen das die Jungen doch heute bitte auch machen. Also die haben so eine völlig naive, unpolitische Herangehensweise. Die betrachten die Wehrpflicht als Erziehungsmaßnahme für die Jugend und nicht als das, was sie ist, als Vorbereitungsmaßnahme auf einen kommenden großen Krieg. Also es ist wirklich, wirklich, ja, schlimm, schlimm. Naja, und da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also wer für die Wehrpflicht ist, weil er denkt, das hilft der Jugend mal, dem ist wirklich, also ja, wie gesagt, Kevin hat es vorhin gesagt, die Deutschen sind die politisch schlecht informiertesten Menschen der Welt und dem kann man sich, glaube ich, wirklich nur anschließen. Deutsche Medien, die berichten gar nicht mehr über die wichtigsten Sachen. Das Resilienzjahr, von dem Kevin gerade erzählt hat, das ist ja schon in großen Thinktanks wie der DGAP rauf und runter dekliniert worden, wie die Deutschen, also alle zwischen 18 und 65, dann ein Resilienzpraktikum machen müssen und das dann de facto die neue Wehrpflicht sein soll. Also, aber darüber wird ja nicht berichtet. Darüber wird nicht berichtet. Die Debatte, die wird dann von einzelnen Politikern immer wieder angestoßen und irgendwann wird es dann einfach eingeführt. Und die Umfragen aktuell, die sehen, was die Wehrpflicht angeht, sehr, sehr kritisch aus. Kommen wir nun zu der Schlagzeile von Paul Brandenburg. Er beschäftigt sich mit Wahlbetrug in Deutschland. Was für das man uns hält, politischerseits, passt bestens, was ich als Schlagzeile anzubieten habe. Wahlbetrug ist nämlich deutscher Standard. Wir haben erlebt und wissen, dass die Berliner Landtagswahl, die letzte, gefälscht war, manipuliert, verändert. Es gab Unregelmäßigkeiten, das gerichtsoffiziell. Mit dieser Berliner Landtagswahl betraf es immer schön, wenn man von Dingen betroffen ist. Das Ganze wird schon sprachlich, dient das dazu, die Verantwortung wegzulegen. Achtet mal bei anderer Gelegenheit drauf. Es betraf eben auch die Bundestagswahl. In beiden Fällen klagte ein einzelner Berliner Abgeordneter, um gerichtsfest zu machen, was da schief lief. Es droht sich zu wiederholen. Diesmal auf der nächsthöheren Ebene, bei der Europawahl. Die steht nämlich ins Haus der Wahl zum sogenannten Europäischen Parlament. Und wenn alles so weiterläuft wie momentan, dann haben wir vielleicht die nächste Gerichtsverhandlung darüber. Und wer weiß, vielleicht gibt es ein Gericht, was das nicht abzustreitende dann auch wieder attestiert und ausurteilt. Regelmäßige Zuschauer dieser Sendung oder anderer Formate wissen ja, ich beteilige mich da gerade an einem kleinen Feldversuch in Sachen Demokratie und der Frage, wie viel davon eigentlich noch übrig ist, nämlich im Rahmen der sogenannten Europawahl. Da hat eben der Abgeordnete, der damals diese beiden Landtags- und Bundestagswahlen durchklagte oder sich dagegen durchsetzte, dass diese Fälschung Konsequenzen haben muss oder genauer gesagt diese Fälschung vertuscht wird. Jetzt geht er mit einer eigenen Liste ins Rennen, der Liste Bürgerrechtsstaat und Demokratie und einigen ausgesuchten wilden Köpfen. Unter anderem bin ich damit bei. Wir haben jetzt erlebt, dass diese Liste, obwohl sie, und herzlichen Dank an euch, eine Vielzahl von Unterstützerunterschriften in einer Rekordzeit bekommen hat, vom zuständigen Bundeswahlausschuss, der das Ganze dann absegnen muss, vorerst nicht zugelassen wurde zur Europa. What? Das ist ja, ihr merkt, ich bin selber überrascht. Ich habe mir die Nachschlagsendung vorher noch nicht angesehen, aber das ist ja wirklich krass. Also ich bin jetzt mal auf den Grund gespannt.
Das ganze Spiel ist noch nicht zu Ende, deswegen so gesehen ein schwebendes Verfahren. Es gibt noch einen Rückkampf irgendwann in den nächsten 14 Tagen, tagt dieser Bundeswahlausschuss nochmal und hört sich die Argumente an, die dafür sprechen, dass er da vielleicht einen Fehler gemacht hat. Dem kann und will ich nicht vorgreifen und die Inhalte soll man davon nicht verbreiten, aber es ist Grund genug und sollte für jeden mal Anlass sein, sich diesen Bundeswahlausschuss mal näher anzuschauen. Denn dann stellt man plötzlich fest, so wenn man so naiv ist wie ich vielleicht und das bisher nicht getan hat, hoppla, im Herzen unserer Demokratiesimulation ist da eine ziemlich offenkundige, sagen wir mal, Fehlprogrammierung in der Matrix, die sehr deutlich macht, was von Wahlen im Allgemeinen in diesem Land zu halten ist. Der Bundeswahlausschuss klingt wichtig und klingt gut und tagt auch noch im Parlament, im Bundestag beziehungsweise in den dortigen Räumen. Das wirkt so, als ob das Ganze eine vom Volk irgendwie gewählte oder eingesetzte Geschichte wäre, erhaben über allen Dingen und nur den parlamentarischen Gepflogenheiten unterworfen und hochgradig neutral und ausgewogen. Das ziemliche Gegenteil ist aber der Fall. Tatsächlich ist der Bundeswahlausschuss etwas, das eine Person einsetzt, die Bundeswahlleiter heißt oder in aktuellem Fall Bundeswahlleiterin. Und die Bundeswahlleiterin, das ist Dr. Ruth Brandt, die ist hauptamtlich Präsidentin des Bundesamtes für Statistik. Das ist jene Behörde, die uns immer wieder erzählt hat in den letzten 4 Jahren, dass an den Zahlen eigentlich gar nichts Besonderes ist, dass das RKI schon recht hatte, dass die Statistik nichts hergibt und dass da niemand gestorben ist. Also in Kurzfassung, geht weiter, es gibt gar nichts zu sehen. Die gleiche Frau, die das zu verantworten hat, respektive seit 2 Jahren zu verantworten hat. Früher war sie nämlich im Bundesinnenministerium direkt angestellt. Die ist jetzt Bundeswahlleiterin. Diese Frau ist eine Mitarbeiterin von Nancy Faeser. Richtig, der Reichsdemokratieführerin höchstpersönlich. Und sie ist nicht irgendeine Mitarbeiterin, sondern sie ist eine weisungsgebundene Mitarbeiterin im Geschäftsbereich von Nancy Faeser. Ich fasse das nochmal zusammen. Eine Frau, die unmittelbar Nancy Faeser zu gehorchen hat, ist die vermeintlich nach außen so dargestellte Unparteiische, die entscheidet, wer überhaupt antreten darf zu irgendeiner Wahl. Wenn diese Frau, Dr. Ruth Brandt eben sagt, nein, ihr dürft nicht aus irgendeinem Grund, welchem auch immer, und sie ist nicht rechenschaftspflichtig, dann tritt man nicht an. Wer sagt Dr. Ruth Brandt wohl eventuell, wer antreten darf und wer nicht? Okay, wir machen ein Preisausschreiben draus. Ratet mal, ob es vielleicht Nancy F. sein kann, die Reichsdemokratieführerin. Man kann also sagen, Dr. Ruth Brandt verhält sich zu Nancy Faeser wie der damalige Dr. Lothar Wieler zu Karl Lauterbach. Der war nämlich auch nichts anderes als ein Behördenpräsident im Geschäftsbereich eines Ministers. Also Nancy Faeser setzt eine Bundeswahlleiterin an, die macht dann was? Die setzt dann einen Bundeswahlausschuss ein. Tatsächlich ist es so, dass diese Bundeswahlleiterin quasi ganz alleine aussucht, wer in diesen Bundeswahlausschuss kommt. Da sitzen aktuell 8 Mann plus 2. Die 8 Mann sind Parteienfunktionäre der Altparteien. Das sind Rot, Grün, Braun, Gelb, Schwarz plus 2 Richter des Bundesverwaltungsgerichts. Die sitzen erst seit 2022 da. Früher gab es da überhaupt keine Fachleute. Da saßen einfach nur die Parteifunktionäre, die dann beschlossen haben, wer zur Wahl antreten darf. Man wundert sich nicht, wer am Ende zur Wahl antreten dürfte und wer nicht. Dieses unparteiische, überparteiliche Gremium hat jetzt also beschlossen, dass die Liste BRD aus, haltet euch fest, Formgründen nicht antreten darf. Es wurde eine Unterschrift nicht rechtzeitig geleistet und die Verzögerung innerhalb der Behördenkette Deutschlands sei der Liste BRD zuzurechnen. Wie gesagt, die genauen Details dazu besprechen wir, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Aber das Wahnsinnige ist... Schade, schade. Ich hätte es jetzt gerne erfahren. Denn wenn sowas in Russland ist sowas ja tatsächlich passiert. Ein Kandidat hatte dort nicht die nötigen Unterschriften, um zur Präsidentschaftswahl zugelassen zu werden. Und der Kandidat hat das dann sogar selber eingeräumt. Er hat sich dann über diese Formalia beschwert. Aber er hat selber eingeräumt, dass er eben die notwendigen Anzahl an Unterschriften nicht hatte. Und in unserer westlichen Presse hieß es überall, unglaublich, Russland schränkt die Demokratie ein. Und witzig, dass in Deutschland jetzt hier genau das Gleiche, also anscheinend sowas Ähnliches passiert ist. Was da genau passiert ist, das werden wir leider erst erfahren, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Aber das wäre ja schon krass. Also das wäre schon krass. Dass dieses Gremium, das sozusagen in eigener Macht vollkommen hat, einfach festhält und dekretiert. Und die Berufungsinstanz für dieses Gremium ist wer? Dieses Gremium selbst, einfach in einer nächsten Sitzung. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Tatsächlich ist dieser Bundeswahlausschuss hervorragend geeignet, den Staatsstreich, der hier seit 2 oder 3 Jahren läuft, im Prinzip erst über 3 Jahren, zu perfektionieren. Denn Nancy Faeser kann ja von vornherein ihr nicht genehme Parteien von jeder Wahl ausschließen, per einfache Anweisung an Frau Ruth Brandt. Und jeder, der mal einen Verein gegründet hat, der mal eine Firma geführt hat, der mal in einer Partei war oder wo auch immer, der weiß, man steuert das Ergebnis immer über die Geschäftsordnung. Es geht nie um die inhaltlichen Fragen, es geht immer um die Tagesordnung, es geht immer um die Prozessordnung zu irgendeiner Sache. Man setzt schlichtweg nicht
auf die Tagesordnung, was man nicht haben möchte. Man setzt sie an einen Punkt, wo man es günstiger findet. Man steuert eben, wer zur Abstimmung wann da ist. Und als ob alles andere nicht gereicht hätte, hat der Bundeswahlausschuss sich auch in der Kategorie eine derbe Blöße gegeben. Kurze Schnellraterunde, Gevan und Dieter. Wann, glaubt ihr, hat der Bundeswahlausschuss genau getagt? Ja, vor wenigen Stunden, würde ich sagen. Nein. Am Karfreitag, am höchsten Fest der Christenheit, hat der Bundeswahlausschuss getagt. Und könnte man meinen, das war eine Reminiszenz, das war eine Verbeugung vor dem Christenfest. Oder man könnte sagen, naja, Karfreitag, wen bekommt man wohl als begleitenden Anwalt, wenn man da als Vertrauensperson im Bundeswahlausschuss sitzt, wo irgendwo engagiert an einem Karfreitag, am höchsten Fest der Christenheit, original null. Das heißt, versucht mal als Betroffener dieses Bundeswahlausschusses einen Fachmann für Wahlrecht damit zu kriegen, der dann am Karfreitag mit reingeht. Wer sich die Aufzeichnung dieser Sitzung anschaut, findet auch dort einen Betroffenen einer Kleinstpartei, der tatsächlich selbst Priester ist oder Pfarrer. Ich möchte da keinem zu nahe treten, aber er trug seinen Ordensgewand mit und erinnerte auch an diesen Umstand. Er grinste dabei, als er der Bundeswahlleiterin erklärte, dass es ja interessant sei, am Karfreitag hier zu tagen und schwierig für ihn war, eben einen Fachmann mitbringen zu können. Vielleicht könne man ja um 15 Uhr wenigstens eine kurze Pause für eine Andacht machen. Es wurde nicht einmal gelächelt von der Bundeswahlleiterin. Ja, es zeigt uns zweierlei, dass erstens im Herzen unserer Demokratie eine ganz derbe Illusion sitzt. Die Exekutive, die Innenministerin selbst, die Frau, die unsere Verfassung wie keine zweite hasst, die für linksradikale Terrororganisationen Beiträge schreibt, die Beweislastumkehr für Beamten schon, ja Dieter, für die Antifa, die Beweislastumkehr für die Linksradikal. Nein, nicht für die Antifa, für den Bund der Antifaschisten und Verfolgten des Naziregimes. Das ist also die älteste Antifaschistenorganisation Deutschlands und das ist jetzt nicht mit diesem ganzen, ja deswegen, unter diesem Label Antifa, da formieren sich ja ziemlich viele Gruppen, aber das ist eine Organisation, die kommt aus der Tradition des Widerstands gegen das Dritte Reich und die wurde dann auch vom Verfassungsschutz, von den bundesdeutschen Behörden immer ziemlich hart angefasst. Also da kannst du jetzt nicht, da war beispielsweise auch Esther Bejerano lange Zeit Vorsitzende. Also da finde ich es jetzt absurd, da jetzt mit solchen Vorwürfen zu kommen. Also das ist jetzt keine Gruppe, wo sich irgendwelche Jugendlichen getroffen haben, um Rechte zu vermöbeln. Also das ist es ja nicht. Das ist wirklich eine Gruppe mit einer sehr langen Tradition und die man jetzt, das problematisch ist, dass sich jeder unter diesem Label Antifa versammelt und da der Großteil von dem, was sich da versammelt, das würde ich auch absolut ablehnen. Aber da kann man jetzt nicht mit solchen Vorwürfen kommen, wie Paul Brandenburg hier kommt. Das finde ich etwas absurd. Gegen Nancy Faeser kann man viel bessere Sachen anführen. Also das mit der Umkehrung der Unschuldsvermutung, mit der Säuberung des Beamtenapparats, das hat er ja schon angeführt. Das sind ja wesentlich bessere Argumente als dieser eine Artikel, den sie da jetzt geschrieben hat. Das sind die neuen Rechtsradikalen. Das stimmt, die sind heute rechtsradikal, sind wir uns doch gar nicht so unterschiedlich, aber im Strich bleibt, dass sie staatsfeindliche, wirklich terroristische Organisationen unterstützt. Sie dreht die Beweislastumkehr um möchte jetzt eben auch per Ordre dem Mufti bestimmen, wer da antreten darf zur Wahl und wer nicht. Berufungsinstanz für die zweite Instanz, also Berufungsinstanz für die Instanz, die über sich selbst entscheidet, ist dann wer? Steffen Habert, der beliebte Mitarbeiter von Mutti Merkel, der jetzt als Präsident des Bundesverfassungsgerichts das letzte bisschen Würde aus unserem Justizsystem rausgeprügelt hat. Und dort landet dann eben auch der Widerspruch gegen die Zweitentscheidung des Bundeswahlausschusses in eigener Sache. Man kann bei diesem ganzen Wahnsinn eigentlich nur weiter lächeln oder ein Bier trinken und sich sagen, naja, wird schon. Oder aber auch die Schlussfolgerung ziehen, lieber Dieter, und das wird dir wahrscheinlich nicht passen, dass aus diesem Irrsinn kein anderer Weg mehr in die Demokratie führen kann, als eine langjährige Haftstrafe für Nancy Faeser. Denn wer jetzt noch glaubt, dass mit Wahlen in diesem Land irgendetwas zu ändern ist, der ist komplett schiefgewickelt. Und jede Organisation, die sich in irgendeiner Weise affirmativ dazu verhält, ob das nun deine BSW ist oder die Linke oder wer andere, ist genau Teil dieses Problems. Oder die AfD. Also Höcker hat ja Mario Vogt, wir haben ja auf das TV reagiert, angeboten, eine CDU-AfD-Regierung zu bilden. Das war ja schon eine Regierungsverhandlung, die er da im TV-Studio führen wollte. Also der AfD jetzt nicht vorzuwerfen, dass sie sich affirmativ dem gegenüber verhalten würde. Der BSW aber schon ist dann doch sehr, sehr seltsam. Ist dann doch sehr seltsam. Da wäre ich mal auf Paul Brandenburgs Begründung gespannt. Ich finde es schade, dass Dieter dem auch nicht deutlicher widerspricht. Der war ja dem BSW mal sehr viel positiver gesonnen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich gehe tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich sage, wählt halt die AfD, um es rauszufinden. Da mag es noch einige geben, die sich nicht beteiligen. Und dann werden wir es sehen. Aber ich wage die Prognose, dass es zum 1. September weder in Thüringen
noch in Sachsen, wo ja die AfD ganz, ganz stark in den Umfragen liegt. Dazu kommt, dass die AfD gewinnt. Sie werden es nicht zulassen, entweder über Wahlausschüsse oder über irgendwelche anderen mysteriösen Ereignisse, die eintreten. Ob es der V-Fall ist, den man plötzlich vorzieht, um es zu verschieben. Es wird nicht dazu kommen, dass eine Wahl in dieser Bundesrepublik noch irgendetwas ändert, Dieter. Aber ich ahne, du bist ganz anderer Meinung. Ich bin nicht ganz anderer Meinung. Ich habe nur, will noch mal auf meine These zurück. Ich erwarte in einer solchen Situation unter denen, die etwas Rechtsförmiges wollen, wie eine Zulassung für eine Wahl, dass auch von dem Bündnis Sahra Wagenknecht, auch von solchen, die ja zugelassen sind, da Widerspruch laut ertönt. Das kann ja in Zukunft nur... Wie gesagt, ich bin Unterstützer des BSW, schon seitdem angekündigt wurde, dass das gegründet werden soll. Das ist katastrophal, habe ich ja eben auch schon kritisiert. Das ist Endlevel antidemokratisch, da passiert ist. Ich wäre, wie gesagt, gerne mal auf die formale Begründung gespannt. Denn in Russland, da schreien unsere Medien laut rum, wenn das da passiert. Aber hier in Deutschland, da, also ich habe keinen großen Artikel dazu gesehen. Ich habe keinen großen, also das fand ich schon seltsam, dass ich das jetzt erst hier in der Nachschlagssendung mitgeteilt bekomme. Dass das gar nicht von irgendeinem Medium mal aufgegriffen wurde. Ich meine, das ist ja doch eine Liste, auf der einige Prominente stehen, beispielsweise Carsten Stahl. Also das, ja, finde ich seltsam. Funktionieren. Alle, die, wenn die nicht betroffen sind, für die Betroffenen in aller Distanz ein Wort einlegen, was auch Gehör findet. Ja, aber Dieter, in der Realität sieht es so aus, dass in diesem Bundeswahlausschuss, auf diesen Bänken der Altparteien, selbst bei der Abstimmung über die AfD, ob die nun teilnehmen darf, einige von diesen Parteienvertretern dagegen stimmen im Bundeswahlausschuss. Ansonsten wird immer einstimmig gewählt, immer. Ja? Selbst bei dieser Absurdität der Ablehnung der BRD, wenn man sich dieses Video anschaut, da sind diese zwei Richter des Bundesverwaltungsgerichts, die tatsächlich sagen, na, sie haben ja recht mit ihrer Kritik an dieser Entscheidung. Also es war Marcel Luthe dann im Raum und erklärte, warum das alles Unsinn sei. Und am Ende stimmen sie aber doch alle, wie sich's gehört im Sozialismus oder in anderen Terrorismus, stimmen sie alle dann dafür oder dagegen? Im Falle der AfD sehen wir, das ist der einzige Fall, wo dann unterschiedlich abgestimmt wurde, dass diese sogenannten Demokratievertreter eben nicht willens und in der Lage sind, eine demokratisch legitimierte Partei dort zuzulassen. Also es bleibt ein absoluter Wunschtraum, lieber Dieter. Nein, also erstmal Anerkennung an Marcel Luthe, Anerkennung auch an Tichy, auch an andere, die da auch damals aktiv waren. Es ist ja die Bundestagswahl nicht wirklich betroffen worden, sondern nur die Landtagswahl in Berlin. Es hätte ja mehr auch geschehen können und auch geschehen sollen. Aber ich glaube, dass erstmal sehe ich niemand, der Nancy Faeser in Handschellen abführt. Ich würde da nicht sehr traurig sein, aber ja, aber ich sehe niemanden, der die Macht hat, das auch wirklich dann umzusetzen. Ich glaube, dass dieses Kartenhaus immer brüchiger wird und einstürzen kann. Also bei mir überwiegt der Optimismus in der Frage. Und ich glaube, dass das immer auch auf der Straße am Ende durch Druck entschieden wird. Wenn es nur in unserem Kessel bleibt, dann pfeift es ein bisschen vor sich hin. Nur wenn es wirklich über die deutlichen 50.000 geht und die Kontaktsperre dabei zusammenbricht, durch gegenseitig assistieren, auch wenn man ganz anderer Meinung ist, kann da etwas geändert werden. Das ist der Weg. Kevan, ich habe irgendwie die Ahnung, du bist da nicht ganz so optimistisch. Wir erleben ja auch an anderer Stelle derzeit, dass sie sich nicht unbedingt nicht mal an die Gesetze halten, die sie sich so gebaut haben, dass die anderen sowieso keine Chance haben. Aber auch die Gesetze beachten sie dann nicht so richtig. Oder sind wir mitten in deiner Schlagzeile, die da lautet, die Zensurwelle rollt. Ja, sowieso, aber ich möchte noch mal was zu dir sagen. Ich meine, wenn man das jetzt so, wie du es gerade gesagt hast, schildern würde und sagen, so sehen die Zustände in Russland aus, dann würde man sagen, geh doch rüber. Da habe ich noch einen. Zu den gleichen Gedanken hatte ich euch ja gerade eben erzählt. Da habe ich noch einen. Stell dir vor, wer genau das sagte zum Bundeswahlausschuss. Das glaubst du mir jetzt nicht und wirst es gleich nachschlagen. Das hätte ich auch direkt im Hauptteil sagen sollen. Wer hat wohl die Zusammensetzung und die Arbeit des Bundeswahlausschusses kritisiert und gesagt und angedeutet und ziemlich deutlich gesagt, dass das nicht den Grundzügen der Demokratie genügt? Die OECD, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nein. Und das ist tatsächlich die gleiche Truppe, die erklärt, dass Wladimir Putin der Antichrist sei und im Prinzip Adolf Hitler in neuem Gewand. Also die gleiche Gruppe, die erklärt, Russland ist das Reich des Bösen, hat Deutschland erklärt, ihr Wahlausschuss ist im Prinzip Russland. Alles kein Witz. Ja. Aber wie gesagt, du siehst eben, da sind wir da,
das, was du hier gerade beschreibst, also dass Demokratie im Grunde eine Simulation ist, das weiß man ja spätestens seit klar ist oder klar sein müsste, dass unsere Justiz überhaupt weisungsgebunden agiert. Das heißt, die werden erst gegen einen Politiker aktiv, wenn der Politiker, der Täter ist, sagt, dazu wird mal gegen mich aktiv, solange das nicht passiert. Also wie wenn die Mafia den Bullen anruft, sagt, dazu, ich habe ein Verbrechen, ich wünsche verhaftet zu werden, vorher machen die nichts. Das wissen die Leute alles nicht, weil sie nichts davon erfahren, weil sie irgendwo im Privaten leben und läuft alles schon so. Und deswegen, du kannst machen, was du willst, es spielt keine Rolle. Die Leute interessieren sich letztendlich nicht für demokratische Prozesse, aber irgendwie läuft es. Und solange nichts an sie herantritt, solange es irgendwie nicht die wirtschaftliche Situation so schlimm wird, dass man sagt, man kann sich seine Doppelhaushälfte nicht mehr leisten oder dreimal im Jahr im Urlaub, wird sich überhaupt nichts tun. Und deswegen, ich verstehe ja deine Empörung, aber es gibt meiner These wieder recht. Wenn die Leute tatsächlich wüssten, wie es ist und ihnen klar würde, dass das keine Demokratie ist und dass das Konsequenzen für sie hat, dass sie nämlich dagegen nichts unternehmen können auf demokratischem Wege, dann könnte es sein, dass der andere oder andere sauer wird. Aber dazu müsste es in der Zeitung drinstehen, das müsste auf dem ersten Platz und in der Wiederholungsstaffel der Tagesschau sein. Und solange das nicht der Fall ist, gibt es überhaupt keinen Grund, sondern Achselzucken, einfach nur Achselzucken. Aber wie gesagt, das sind ja fast schon russische Verhältnisse, wollte ich an dieser Stelle sagen. Die OECD. Ja, ich kann es nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Und was ich noch sagen möchte, man kann es nur mit Humor ertragen, ist ja, ich finde, dass Nancy Faeser auch eine wahnsinnig attraktive Frau ist. Das möchte ich dazu sagen. Miss World. Ich bin nur noch so reagiert, tut mir leid. Das passt alles. Das passt alles. Ich kann es nicht mehr, es ist einfach nur noch Quatsch. Es hat keinen Wert mehr. Solange die Menschen von innen die Käfigtür zuhalten, kannst du nicht befreien. Es ist sinnlos. Aber sag doch mal vielleicht in dem Zusammenhang noch was über die Kontensperren. Denn jetzt sind wir ganz tief in dem, was du sagen wolltest oder sagen wolltest. Okay, also meine heutige Schlagzeile heißt ja, die Zensurwelle rollt. Wir haben es ja. Wolltest okay, also meine Zensur- So, dann sind wir gleich bei Kayvans Schlagzeile. Auf die reagieren wir gleich. Aber das ist schon krass. Paul Brandenburg wurde hier offensichtlich, also wüsste, er ist ja dann nur einer von vielen Kandidaten, wurde hier offensichtlich abgelehnt aus formalen Gründen. Also das gibt Deutschland auch, ja, das zeigt, wie demokratisch Deutschland ist. Denn wer zu den Europawahlen zugelassen wird, das entscheidet ja keine zentrale europäische Behörde, es entscheiden ja die Nationalstaaten unter sich. Das heißt, jede nationale Regierung kann, wie wir gerade sehen, ihre eigene Opposition ausschalten bei den Europawahlen, was doch sehr, sehr interessant ist, was auch meiner Meinung nach mal wieder auf der größeren Ebene zeigt, dass selbst wenn wir die EU nicht hätten, sehr wenig in Europa besser wäre. Und da das Problem schon auf Ebene der Nationalstaaten beginnt. Also schon die ganzen Regierungen, die wir in den Nationalstaaten haben, die kannst du eigentlich in die Tonne treten. Da sitzen Antidemokraten, da sitzen komplett korrupte, inkompetente Leute. Und die ja für das ganze Chaos verantwortlich sind, was wir hier sehen. Und da jetzt zu denken, ach, das Problem ist nur die EU, die da drüber steht. Nein, also bei den Europawahlen sieht man es ja ganz deutlich. Wenn die Nationalstaaten für die Verfahren zuständig sind, dann wird das eben mitnichten demokratischer. Also ja, das jetzt vielleicht nochmal, um ein bisschen aufs größere Bild zu zeigen, weil Paul Brandenburg ja immer auf die EU stürmt, aber ja, auf Ebene der Bundesrepublik ist diesbezüglich eben auch nichts besser. Wir reagieren jetzt noch auf die Schlagzeile von Kayvan Sufi Siavash. Die Zensur nimmt in Deutschland immer weiter zu. Meine heutige Schlagzeile heißt ja, die Zensurwelle rollt. Wir haben es ja gerade publiziert. Apolut hat zum wiederholten Male eine Kontokündigung erfahren. Die erste hat ja damals KenFM bekommen, damals noch bei der GLS Bank. Dann sind wir rüber zu einer kleinen Volksbank nach Pirnak. Wirklich ganz, ganz tolle Banker, die sich selbst... Okay, das ist... Also, sorry, dass ich jetzt gleich schon zum Anfang unterbreche. Da werden wieder Leute in den Kommentaren sagen, jetzt unterbricht doch nicht dauernd. Aber die GLS Bank, ich dachte, das wäre eine gemeinnützige Bank. Also, was läuft denn, dass die einfach so oppositionell in die Konten kündigen? Also, das geht gar nicht. Ja. Als gelernte DDR-Bürger begreifen, die uns vor 2 Jahren mit offenen Armen empfangen haben. Ich war da 4 Stunden, habe über Gott und die Welt geredet und dann hat man gesagt, warum sind sie eigentlich? Ach ja, wegen der Bankkonto. Wir haben das Bankkonto eröffnet. Ich muss zu diesen Mitarbeitern sagen, die ich da hatte in Pirna. Also ich hatte nie mit den Problemen. Wir sind regelrecht befreundet. Wenn es irgendwo mal eine Frage gab, haben die mich angerufen. Super. Und dann erfuhren wir von heute auf morgen, haben wir ein Papier bekommen, was nicht richtig unterschrieben war, sondern mit so Grissel. Und man wusste aber nicht, für was steht das. Normalerweise wird ja unterschrieben, der Name. Dann hielt ich es erst für einen Scherz. Ich dachte irgendwie, ich habe irgendwie von Korrektiven einen Scherzbrief bekommen. Stellte sich dann raus, dass es doch so ist und diese Banker waren für uns erst einmal nicht erreichbar. Und dass es so kommen würde, das war mir ja im Grunde schon klar.
Als ich im November letzten Jahres einen Artikel bei Korrektiv las, der trug die Überschrift "Die Bank der Extremisten vertrauen" und da fiel das der Name Bündnis Sarah Wagenknecht. Da habe ich mich schon mal gewundert. Also Bündnis Sarah Wagenknecht hat doch mit ihrem Mann die Möglichkeit, im Saarland jede Bank zu bekommen. Ist jetzt Ausrede am anderen Ende Deutschlands bei der Bank in Pirna und da wird jetzt also auch Aufmerksamkeit generiert. Was ist da los? Das hat mich ein bisschen gewundert und ich wusste, das wird Ärger geben und zack. Wurde dann auch RT dort gekündigt, auch dem ehemaligen Chefredakteur, der dort privaten Konto hatte, wurde gekündigt. Und da war klar, wir werden irgendwann davon betroffen sein. So ist es gekommen. Wir sind dann nach mehreren Tagen... Okay, das ist, wie gesagt, unfassbar. Also Volksbank Pirna kannst du jetzt auch vergessen. Das war ja eine der wenigen Banken in Deutschland, die tatsächlich das gemacht haben, wofür Banken da sind, nämlich einfach die Gelder ihrer Kunden verwalten geben und nicht nach politischen Kriterien jetzt diesem oder jenem da, diesem oder jedem da das Konto kündigen. Also das ist ja wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung und ich finde, das BSW sollte sein Konto von dieser Bank wegverlagern, denn da ist es ja offensichtlich nicht mehr sicher. Wir sehen, dass jetzt auch bei dieser Bank massenweise oppositionell in die Konten gekündigt werden. Doch mit der Bank in Kontakt getreten und diese so offenen sportlichen Banker waren geradezu geknickt und haben gesagt, sie haben alles versucht, der Druck von oben war, der war so groß, die ging nicht mehr. Und es waren aber Leute, wo ich sagen kann, das sind also wirklich taffe Burschen gewesen, aber als hätte man sie regelrecht eingeschüchtert. Und wir haben es jetzt geschafft, nachdem wir wieder ein paar Klingeln geputzt haben, war ich es irgendwann leid, weil die Zeit war da so, es gibt ja so eine Kündigungsfrist und da hat man die geringste genommen, die es überhaupt gibt, damit das nicht gelingt, ja, ein Bankkonto zu finden, sind wir jetzt bei einer internationalen Internetbank gelandet, bei der viele andere auch eben sind und ich habe da jetzt heute mal einen Trailer geschaltet, dass mir das eigentlich peinlich ist, weil ich nicht glauben will, dass kein deutscher Banker oder kein Banker im deutschsprachigen Raum noch Herr im eigenen Haus ist. Da kommt ja immer die Compliance angerufen. Ich frage dann immer, Entschuldigung, normalerweise fliegst du ja raus, wenn du irgendetwas machst, was dem Staat, was irgendwas Gefährliches ist. Das wird gegen dich ermittelt wegen Geldwäsche oder du hast irgendwelche anderen illegal. Nichts, also da gibt es nichts. Oder kriegst du größere Spenden aus Russland? Nein, wir leben ja genau wie hier bei diesem von Mikrospenden. Das gibt es eben nicht. Man hat uns ja die Server sperren lassen, dann haben wir eigene Server aufgezogen. Und das ist die Achillesferse, weil wir eben keine eigene Bank haben. Und ich habe das ja schon im Trailer gesagt, ich sage es auch heute. Erstens, für alle, die uns unterstützen, macht es auch weiterhin mit einer neuen Kontoverbindung, weil die wollen ja immer, dass das ins Leere läuft und so. Und warum sie uns angreifen als Brückenkopf, liegt daran, dass wir natürlich als ein Portal erstens Pioniercharakter haben und zweitens, dass wir nicht nur eigene Beiträge machen, eigene Sendungen haben, sondern dass wir für viele andere Portale deren Texte zu Podcasts machen. Also generieren wir sehr viel Reichweite. Erfahren die Leute über Norbert Hering, der einen super Job macht auf seinem Blog, warum es wichtig ist, dass wir Bargeld erhalten und so weiter. Also das sind alles Dinge, die dann über einen Podcast leichter zu hören sind. Und wir sehen ja auch die Zugriffszahlen und das wird ja auch abgelesen von den üblichen Verdächtigen. Und dann heißt es, hör zu, machen Sie das weg. Übrigens, an dieser Stelle habe ich auch dafür getrommelt, dass es wenige Stunden später auch Manova traf, also das Portal, was aus dem Vorgängerportal hervorgegangen ist. Das Rubicon. Ist bei der GL. Genau, bitte? Rubicon. Rubicon davor, genau. Jens Werge nochmal, hat auch einen hohen Preis bezahlt. Die sind bei der GLS-Bank rausgeflogen. Die GLS-Bank hat uns ja damals noch einen Grund genannt, warum sie sich von KenFM trennt. Die haben gesagt, sind mit meinem Weltbild nicht einverstanden. Und ich habe gesagt, ja, mein Weltbild ist so, ich möchte gerne, dass alle Menschen in Frieden leben. Ich möchte, dass wir faire Verhältnisse haben und dass wir eine Presse haben, die neutral ist. Und das ist halt mein Weltbild. Und wenn man mit dem nicht einverstanden ist, dann ist es eben eine Anthroposophenbank, die einen dann rausschmeißt. Ich habe natürlich später erfahren, warum das der Fall ist. Die haben auch einen Fonds aufgelegt, der sich für mehr demokratische Medien einsetzt. Und der ist gegründet worden vom Chef von eBay, also Omnidar, und dann noch George Soros. Das ist Wahnsinn. Und da musste man uns gehen lassen. Und jetzt eben diese kleine Bank in Pirna, wo ich nochmal sagen muss, die Banker selbst trifft keine Schuld, aber die werden dann eben von ganz oben, da wird so viel Druck ausgeübt, dass sie 2 Jahre wahrscheinlich den Kopf hingehalten haben. Und irgendwann hieß es, wenn sie damit nicht aufhören, dann fliegen sie raus oder ihre Alterspension liegt in der Tonne. Und da verstehe ich das, ja, dass die das nicht mehr können. Also von daher die Zensurwelle. Und ich kann nur sagen, wenn wir jetzt als Alternative nicht trommeln dafür und richtig zeigen, was hier Phase ist, dann sieht es schlecht aus in diesem Land, weil ohne die alternativen Medien wüssten wir aktuell nichts über Taos, die das ja verbreitet haben. Wir wüssten eben auch nichts über die geschwärzten RKI-Files, die ja ein hochgeschätzter Kollege hier veröffentlicht hat von Multipolar. Und der wird natürlich der Nächste sein, weil es doch vollkommen klar, was Schreier da veröffentlicht hat, das kotzt einige Leute da ganz oben so richtig an und den würden sie auch ganz gerne abschalten. Also wer glaubt, es trifft nur die Brückenköpfe, wir sind die Ersten und dann die vielen Einzelplayer, die die Reichweite generieren, das trifft auch Tichy, das wird auch uns letztendlich treffen. Jeder, der irgendwie Reichweite generiert, dann lassen ihre Boots drüber laufen, das muss weg, damit man dann das tun kann, was man ohne Widerspruch tun möchte. Und sie haben es ja auch gesehen, wir haben ihn ja während der Corona-Phase ordentlich in die Suppe gespuckt. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was erreicht, sie haben daraus gelernt und jetzt geht diese Zensurwelle wieder los. Und von daher, ich bin gespannt,
Amt, wir haben ja extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, nämlich bank@apolut.net, ob sich der ein oder andere Banker bei uns meldet, den ich nicht kenne. Der hat gesagt, hey, ihr könnt zu uns kommen, ich bin da sehr, sehr gespannt. Oder aber, ob es so ist, dass die eben das machen, das, was die Regierung möchte. Weil ich kann es nur sagen, die Banker, wenn sie glauben, sie würden sich damit retten, nee. Wenn es uns als Alternative nicht mehr geben wird, dann geht es an die Banken ran, da komme ich das digitale Geld, dann übernimmt das alles Apple Pay, dann wird es keine kleinen Filialen mehr geben. Wer also glaubt, dass er sich damit irgendwie höchstens Zeit kauft, aber in 2 Jahren wird Schluss sein. Also ich möchte mal meinen Appell und meinen Dank auch an alle richten, die auch uns hier unterstützen. Da kommt ja auch ein bisschen was rein, dass wir das machen können. Aber die Achillesferse ist natürlich Bank, weil wir haben unsere eigenen Server. Wir haben unsere eigenen Server, die natürlich mehr unbedingt dastehen, wo man ran kann. Aber wir haben nicht unsere eigene Bank. Und eine eigene Bank zu gründen oder aber ein kleines Bankkonto zu kaufen, das ist mit sehr vielen Hürden versehen. Und dann kommt einmal irgendwann die BaFin und nimmt die Lizenz weg. Also das ist die Achillesferse. Und dieses Problem müssen wir lösen. Haben mir viele gesagt, ja, mach doch Bitcoin. Wir sind seit Jahren dabei. Auch sagt, gibt uns Bitcoin. Aber das ist so im Mikrobereich, ja, das machen vielleicht 0,0001%, das ist irgendeine Währung für Superhippe oder irgendwelche Spekulanten, aber der Otto Normalbürger zahlt eben nicht irgendeine Rechnung mit Bitcoin, deswegen, wir sind da immer noch auf die klassische Währung angewiesen. Also, wenn man etwas dafür tun möchte, dann sollte man sich dafür einsetzen, dass wir diese Diskussion in die Breite tragen, nämlich hier wird gerade im großen Stil allen Alternativen die Finanzierungsmöglichkeit genommen und ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, da geht es gar nicht um uns, sondern es geht um die auch die Legitimation für so ein Programm haben. Dass es uns überhaupt gibt, hat ja damit zu tun, bei allen alternativen Medien, dass die Bürger, die ja GEZ bezahlen müssen, sich durch die GEZ-Presse offensichtlich nicht gut genug informiert fühlen und sagen, ich gebe nochmal extra Geld aus für Alternative. Und ich weiß, dass heute das Geld überhaupt nicht mehr locker sitzt. Das heißt, wie möchte man eigentlich, dass die das nicht mehr erfahren, dass die eben nicht von den RKI-Files erfahren, dass die eben nicht von dem erfahren, was sich hinter den Kulissen tut, weil die Tagesschau und so oder andere Gazetten, die Taz sagt ja, der Skandal, der kein ist. Und die Taz hat ja auch geschrieben, Leuten wie mir sollte man überhaupt kein Bankkonto geben. Also wir sehen es eben bei den sogenannten Linken. Für mich sind sie alles die grünen Khmer. Vor Totalzerstörung einer Person geht es eben nicht. Also das ist genau das, was ich eben sage. Und es wird dann eben, du hast ja selbst Kontakt mit deinem eigenen Fußboden gemacht, Paul, dass dann bei dir irgendwelche Special Forces einreiten und dann irgendwie ein altes Buch von deinem Großvater finden und sagen, wir wussten es doch immer, dass sie Kontakte ins Dritte Reich hatten, ihr Großvater war an der Ostfront. Also ist es ja nicht so blöd, aber am Ende des Tages muss man klar sagen, wenn wir als Alternative uns nicht mehr finanzieren können, nicht weil wir keine finden, die uns Geld geben, sondern weil wir keine Möglichkeit mehr sehen, dass man uns Geld geben kann, dann weiß ich nicht, was passiert. Eins ist nur ganz klar, eine Regierung, die auf diese Art und Weise jede Art von Opposition rasiert, hatte Übles vor und das haben die Grünen ja neulich in der Talkshow auch selber schon gesagt, sie sind nicht nur dafür, dass man Fake News bekämpft, sondern sie wollen auch nicht, ich zitiere das mal, sie wollen auch nicht, dass Dinge veröffentlicht werden, die zwar der Wahrheit entsprechen, die aber die Bevölkerung irritieren können. Mit anderen Worten, wenn ein freier Journalist, also kein GEZ-Embeddeter, der Regierung nachweisen kann, wie zum Beispiel jetzt bei den Files, dass sie selbst dem RKI gesagt haben, es gibt zwar gar keinen Grund hochzusetzen, wir wollen das aber. Das RKI sagt, diese FFP2-Masken bringen nichts, wir wollen das aber. Das ist also korrupt, weil hält dem wahrscheinlich jemand die Hand auf. Wenn wir darauf das aufdecken und die Öffentlich-Rechtlichen, Restlichen es nicht bringen und wir bringen es dann, dann könnte es die Bevölkerung irritieren, weil sie dann feststellen, wir werden von Lügnern regiert und das soll dann nicht mehr veröffentlicht werden, also wird auch das noch kriminalisiert, weil diese Kollegen sagen ja auch, das sind wir wieder genau wie bei deiner Wahl, das ist eine Delegitimierung des Staates. Ich sage, die Regierung delegitimiert sich selbst. Sie untergräbt alles, was mit Demokratie zu tun hat und jede Art von Widerspruch wird kriminalisiert. Das sind ja auch wieder russische Verhältnisse. Nein, es ist aber hier. Und deswegen nochmal, uns haben sie zum zweiten Mal das Konto gekündigt, Manova haben sie das Konto gekündigt und das ist eine Welle. Es wird alle anderen auch treffen, es wird Multipolar treffen, es wird Tiki treffen, es wird jeden treffen, der nicht ein ausländisches Bankkonto hat. Und da ist ja genau der Punkt, sobald du dann ein Bankkonto hast, was eben nicht IBAN ist, was sonst SWIFT ist, musst du ja für jede Transaktion irgendwo in Georgien 15 Euro bezahlen. Und wir nehmen alle nur Mikrospenden ein. Das sind also Beträge zwischen 1 und 7 Euro maximal. Und wenn du dafür dann 10 bis 15 Euro bezahlen musst, rechnet sich das nicht mehr. Und das ist auch die Frage als kleine Rechercheaufgabe für die Berliner Zeitung, die du zwar nicht magst, Paul, aber ab und zu machen die doch einen guten Job. Nämlich, die mögen doch mal recherchieren, wer genau ruft denn da eigentlich an? Das ist ja nicht Frau Faeser selber, sie lässt sie anrufen. Wer ruft bei den entsprechenden Banken an und sagt, mach das? Das kann ich dir sagen. Das ist im Fall beispielsweise von Hartmut Danisch, der Blogger, den man ja kennt. Ein Mann, der früherer Piratenaktivist in Berlin, jetzt Mitarbeiter des SS des LKA Berlin, also SS-Kommissar im Staatsschutz, Abteilung 5. Der Mann ist Thomas Wied.
Und dieser Mann, Thomas Wied, hat offenkundig, so geht es in Akten hervor, Hartmut Danisch hat es selbst veröffentlicht, durch seine Anrufe bei der Bank dafür gesorgt, dass seine Intervention bei der Bank, ob es E-Mail oder Anrufe war, ist unklar, dafür gesorgt, dass diese Bank dann Hartmut Danisch das Konto kündigt. Das heißt, das macht die Polizei, das macht die politische Semi-Geheimpolizei im Auftrag von den CFESA. Und das Entscheidende, glaube ich, was jeder begreifen muss, man kann es ja abtun und sagen, jetzt monster Sophie Seewasch an der Brandenburg heult auch demnächst rum, weil sie kriegen dann kein Geld mehr, wenn da keine Konten mehr sind. Stimmt, wir gehen als Erste runter. Aber der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass es dann keine freien Medien mehr gibt. Der entscheidende Punkt ist, dass nachdem das Prinzip etabliert wurde, dass der Staat entscheidet, zu welchem Zweck du dein Geld überweisen darfst, es natürlich in die andere Richtung mit Rasanz weitergeht. Denn man wird natürlich erstmal so die bösen Digilegimira-Exponenten wie uns beide hier weghauen. Und dann wird man aber Peter Müller fragen, sein lieber Peter Müller, gestern hast du noch für Ken Jebsen gespendet, du Schwein. Das haben wir dir jetzt ja abgestellt. Bist du denn ganz sicher, dass du Benzin kaufen willst? Wäre es nicht viel besser, du würdest dir Ladestrom für dein neues Auto zulegen? Ist doch völlig klar, dass das nur der dem Staat das Recht zu geben, zu entscheiden, wo du dein Geld hinschickst. Genau. Und welches Buch hast du gekauft? Etwa das hier von Herzog, ja, Die Zukunft der Wahrheit. Übrigens ein hervorragendes Buch, ja, ein ganz hervorragendes Buch, wo eben zeigt, das, was wir heute an Zensur sehen, das, was wir heute an Fake News sehen, das ist sowas von alt. Das hat es immer schon gegeben, aber das darfst du auch nicht mehr lesen. Das heißt, wir haben es mit einem Staat zu tun, der wie eine Sekte, Grüne Khmer, organisiert. Das ist eine Gesinnungsorganisation. Und ich meine, du wohnst jetzt ja im Ausland. Ich pendle im Moment noch und werde mich auch verabschieden, ja. Ich werde auch wahrscheinlich mittelfristig meine Firma hier in Deutschland zumachen müssen. Also ich zahle hier immer noch Steuern, das muss man sich mal vorstellen. Aber dass ich es einfach nur schäbig finde, dass die Banken sich hier zum Büttel machen lassen. Wer sich mit Banken auskennt, ich will jetzt hier nicht pauschal werden, weiß, da sind wir bei Herrn Abs. Banken waren immer dabei, wenn es darum geht, totalitäre Geschäfte mitzumachen. Ich will nur sagen, diesmal geht es um die Banken auch selbst. Also von daher nochmal darauf achten, wir haben es auch publiziert, bitte umsteigen, solange es das noch gibt. Wenn eine Internetbank dann auch nicht mehr funktioniert, dann ruft möglicherweise Lengle an. Ich glaube das noch nicht. Ich glaube, das ist eine spezielle Verfolgungswahn, der in Deutschland herrscht. In Deutschland versucht man die Dinge immer super korrekt zu machen oder eben DDR-mäßig korrekt zu machen. Das ist quasi eine Ausbürgerung oder ein Berufsverbot, nachdem man alles andere versucht hat. Aber das ist auch, glaube ich, für das benachbarte Ausland interessant anzusehen, wie hier wieder mit diesem deutschen Geist jede Art von Andersartigkeit ausgerottet werden muss und jeder Andersdenken, der muss ausgerottet werden. Mich beschämt es ein bisschen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir so gar nichts gelernt haben. Ich hoffe, dass wir mit dem Publizieren auch heute hier eine Empörungswelle dahingehend schaffen würden, weil ich trommel ja nicht nur für Apolut und für die Pressefreiheit dieses Unternehmens, weil ich publiziere da gar nicht, aber ich lerne da auch immer etwas. Ich mache jetzt nicht immer den Tagespolitik, aber ich lerne natürlich etwas, wenn dort Kollegen schreiben über den Stand der Dinge XY, Gaza und so weiter, dann lerne ich natürlich immer was dabei. Deswegen ist das wichtig für Leute, die erst seit Corona aufgewacht sind und aus der Mainstream-Presse ausgestiegen sind. Auf der anderen Seite muss ich eben sagen, wenn die Menschen das jetzt noch nicht merken, ja, dass jeder, der regimekritisch ist, ja, dass der weggebügelt wird, dann kann man ihnen nicht helfen. Weil was ich mir eigentlich wünschen würde und was eigentlich überfällig wäre nach dieser deutschen Vergangenheit, dass speziell Presseorgane, dass deren Bankkonten einen besonderen Schutz haben sollten, dass man da muss man ganz schwierig, aber es ist eben nicht so. Und es wird übermorgen so sein, dass wenn du das Falsche druckst, dass du kein Papier mehr bekommst, oder dass dir der Account gesperrt wird, oder dass du an eine falsche Partei gespendet hast, oder mit dem falschen oder dem falschen Foto warst, oder jemanden zitiert hast und so weiter. Das ist ja alles dieser neue, das ist ja Digital Service Act, das nennt sich auch noch Service. Die Selbstzensur im Kopf ist auch noch Service. Wir sind schon wieder in eine ganz, ganz schwierige Richtung unterwegs. Das ist ja kein Problem. Also ja. Selbst wenn Presse, wenn Journalisten jetzt geschützt werden, rate mal, wie lange mittlerweile die Bearbeitungsfrist ist oder der, sagen wir, wie lange jetzt mittlerweile der Journalistenverband über meinen Antrag auf einen bundeseinheitlichen Presseausweis konferiert. Ja, ungefähr ein Jahr. Es dauert noch ein bisschen. Also es ist völlig klar, da ist keine Chance, da was zu verändern. Du hast es schon gesagt, ich wohne mittlerweile im Ausland, du bist auch auf dem Weg. Wunderbare Gelegenheit, auf den 11. April hinzuweisen, an dem ich nämlich das Glück habe, mit einem Überraschungsgast in Berlin genau darüber zu sprechen. Der sagt nämlich auch, raus aus Deutschland. Und wir werden reichlich praktische Tipps geben. Auf jeden Fall ist einer dieser Tipps, den ich geben kann, ja, schafft euch ein Konto im Ausland an. Es gibt tatsächlich Auslandskonten, die auf IBAN-Basis funktionieren, die zum Teil sogar gratis verfügbar sind, sofern man da minimale Beträge raufpackt. Und wer das jetzt nicht macht und vorbaut, der völlig unabhängig davon, ob er nur an freie Medien spendet oder nicht, kann nur dazu aufrufen, an Apolut zu spenden oder auch an den Kollegen Paul Schreiber Multipolar. Aber selbst wenn ihr das nicht machen möchtet, es ist vollkommen unabhängig von den freien Medien. Sie werden an die Verfügungsgewalt über eure Kontobestände definitiv gehen. Schafft euch verdammt nochmal endlich ein Konto. Aber du hast sicherlich mehr als eins, Dieter. Ja, aber ich bin jetzt nicht da. Mein aktuelles Privileg hochjubeln, das ist in der Tendenz genauso bedroht. Ich will nur sagen, dass
es vielleicht auch noch ein Stück tiefer anzusetzen ist, Sarah Wagenknecht ist auch in Pirna bei dieser Bank gewesen. Und wie kommt denn das raus? Wir reden von einem Bankgeheimnis. Das gilt für große Spekulanten in jedem Falle. Da kommt man nie dahinter. Und dann wird plötzlich in der Presse geschrieben, die und die, darunter auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, hat sein Spendenkonto und hat auch irgendwie 8,50 Euro von einem Russen mal gespendet bekommen oder so irgendwas. Wie kommt das eigentlich raus? Das ist nicht die Bank in Pirna gewesen. Das ist kein Bankgeheimnis mehr. Im letzten Jahr aber, hat der Staat über 1,5 Millionen Kontoabfragen durchgezogen. Das war vor wenigen Jahren, als das eingeführt wurde, waren das mal so ein paar Tausend im Jahr. Es ist mittlerweile die Regel, dass das Finanzamt... 1,5 Millionen. Also, ja, okay, es gibt kein Bankgeheimnis mehr. Einfach den Namen Dieter Dehm nimmt, in die Zentraldatei da jagt und dann sagen alle Banken, hier hat er dem so und so viele Konten, da liegt das und das drauf. Und wenn das Finanzamt dann sagt, an wen wird dann das überwiesen, gibt es eine Adressliste. Es gibt kein Bankgeheimnis in Deutschland. Ja, aber auch das Finanzamt wäre dem Bankgeheimnis unterworfen, ist es natürlich nicht. Das will ich nur nochmal sagen. Ich würde dennoch das Bankgeheimnis gerne wieder ins Bewusstsein bringen. Und noch einen Satz dazu. Ihr beide habt eine für mich respektable Entscheidung getroffen, der ich aber nicht folge. Also ich bleibe in diesem Land und ich weiß, dass das damals so war. Wenn du versucht hast, von irgendeiner linken Seite ein Konto zu eröffnen, hast du in der Friedensbewegung auch deine Probleme gehabt. Ich weiß es von mindestens zwei Fällen. Ich weiß auch von einem, der zum Schein versucht hat, bei der Deutschen Bank ein Konto aufzulegen. Also bei der Bank, die Auschwitz finanziert hat, die am Zyklon B, dem Gift, mit dem die Juden vergast worden sind, verdient hat, dort ein Konto aufzumachen. Und dann wurde mit großem Brimborium erklärt, warum das nun ausgerechnet da nicht geht. Also ganz so neu ist es nicht. Das soll nicht heißen, dass es dadurch irgendwie besser wird. Nur man kann in diesem Land noch kämpfen, das zeigt auch die Friedensbewegung, denn sie ist am Ende ja nicht erfolglos aus dem Ganzen rausgekommen, denn sie hat eine, denke ich, dann Umfragewandlung erfahren von, ich glaube, 15% am Anfang gegen Atomraketen, am Ende über 70%. Also wir sollten uns nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen, auch im eigenen. Nicht, dass ich mandatiert bin, für Kehran zu sprechen. Ich tue es jetzt aber mal trotzdem, lieber Dieter. Ich glaube, dass auch. Ja, aber die Atomraketen wurden trotzdem aufgestellt. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also die Meinung der Mehrheit, die zählt ja leider relativ wenig, wenn sich das nicht in Wahlergebnisse beispielsweise übersetzt. Wir beide noch in diesem Land kämpfen. Der Unterschied ist nur, dass wir die Orte, an denen wir das tun, und die Orte, wo wir nun erscheinen und wieder verschwinden, selbst aussuchen, aus gutem Grund, weil es eine relativ unangenehme Tatsache ist, dass an diesen Orten, wenn wir es zu früh ankündigen, gewisse militärische Eingriffstruppen verschiedener Couleur, teilweise vom Staat direkt, teilweise nur vom Staat finanziert stehen und oder uns die Tür eintreten und unsere Konten rauben. Das heißt, nicht jeder hat den Luxus, dem Staat immer zu verraten, wo er da gerade ist, und dann liegt dann zu Hause eben im Ausland. Das heißt aber mitnichten, dass man nicht mehr in Deutschland kämpft oder dafür. Also sorry, Kevan, wenn ich jetzt mal ganz offen für dich gesprochen habe. Ich möchte das bekräftigen. Ist ja auch nicht so, dass ich in Deutschland gar nicht mehr wohnen würde, weil ich habe immerhin auch Kinder noch in Deutschland, die mich auch noch sehen wollen. Aber ich pendel ständig hin und her und ich habe ja auch noch, ich zahle meine Steuern auch noch und ich zahle auch noch GEZ in diesem Land. Oft vergesse ich das allerdings, aber egal. Würde ich nie tun. Nein, tue ich alles, aber nach spätestens, als der Spiegel meine Privatadresse bekannt gegeben hat und meine Kinder von der Schule von irgendwelchen Verrückten mit Baseballschlägern bedroht wurden und die, ich nenne sie mal Latte Macchiato-Eltern, das mir mit Mobiltelefon gefilmt haben, um zu gucken, wie es ausgeht, wusste ich, hier stimmt irgendetwas nicht mehr. Und deswegen versuche ich, wenn ich irgendwo hingehe, das irgendwie so zu tun, dass ich da als Privatperson hingehe. Und das ist im Ausland einfach ein bisschen einfacher, weil da Sprache schützt. Wenn da Deutsche auftreten, dann komme ich oft ins Gespräch mit denen. Und das sind dann erstaunlicherweise immer Leute, die sagen, ich kenne sie, schön, was sie machen. Schöne Grüße an Paul Brandenburg und Dieter Dehm, sagen die immer zu mir. Aber in Deutschland selber ist es so, es gibt ganze Stadtteile, die ich nicht mehr betrete, linke und grüne Stadtteile, weil da warten auf mich schwarz vermummte Menschen, denen ich zu deutsch bin. Und ich weiß noch, vor vielen Jahren, da bin ich in viele national befreite Zonen geschickt worden, damals noch von einem Sender namens SFB oder Radio for You. Und dort haben immer auch schwarz vermummte Menschen auf mich gewartet, für die war ich nicht deutsch genug. Es sind aber am Ende immer schwarz vermummte Menschen, die irgendwie neidisch sind auf einen Menschen, der einen iranischen Vater, der es aus eigenen Mitteln zu etwas gebracht hat. Da spüre ich unglaublich viel Neid und ziemlich viel Aggression. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss mir das ja nicht geben. Ich will ja nicht wie Rudi Dutschke enden. Also von daher, ich kann nur sagen, ich habe einen sehr hohen Preis für das alles bezahlt und ich kämpfe auch weiterhin für dieses Land, weil ich glaube nach wie vor, auch wenn das Grundgesetz mehr als in den letzten 200 Jahren häufiger angefasst wurde, oder in den letzten 50 Jahren, muss man ja sagen, häufiger angefasst wurde als in den 200 Jahren die amerikanische Verfassung, haben wir trotzdem ein ziemlich gutes deutsches Grundgesetz, obwohl jeder Artikel, jeder Paragraph schon angefasst wurde. Aber man kann es ja möglicherweise alles wieder umdrehen, wenn man dranbleibt und hoffentlich klicken irgendwann in die Handschellen. Und ich glaube, es wird auch ein großes Erwachen aus den Menschen rausgehen. Die sind ja auch eingeschüchtert, ich verstehe das ja schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie wegducke. Ich bin ja auch regelmäßig in Deutschland und ich spreche immer noch auf Demonstrationen und so weiter. Und ich bin ja auch mit meinem
Angst, Essen, Freiheit auf im deutschsprachigen Raum tatsächlich unterwegs. Aber dass jemand, der als der über Soziologie spricht, immer häufiger Personenschutz braucht, das spricht doch für sich. Oder dass dann plötzlich heißt, ein Ort wie Bad Aibling macht sich Sorgen um seinen Ruf, weil da war jetzt eben wie neulich Ernst Wolf, dann kam Daniele Ganser und dann kam noch Herr Kemal zu Visierbasch. Was haben die da gemacht? Die haben da einen Vortrag gehalten. Was ist los mit Bad Aibling? Und dann kommt der grüne Bürgermeister und behauptet, was ich gesagt hätte. Sag ich, waren Sie denn da? Nein. Wo ich denke, boah, ist das alles schlecht. Das ist Sekte. Und wenn ich weiß nicht, warum das in Deutschland so ist, aber ich kenne ja eigentlich niemanden mehr in Deutschland, der mit den Verhältnissen zufrieden ist, aber ich kenne eine Menge Leute, die es irgendwie nicht schaffen, dagegen aufzustehen, weil sie zu beschäftigt sind. Und das ist für mich schon so ein bisschen so, dass man sich schon manchmal die Frage stellt, für wen kämpft man eigentlich? Da überwinde ich das, ich trinke ja keinen Alkohol, sondern ich fahre eine Runde Motorrad, denke, naja, sie hatten vielleicht keine Zeit. Aber ich würde mir schon wünschen, dass jetzt gerade auch mit dieser Kündigung ich vielleicht mal dafür sensibilisieren kann, dass es nicht um Apollot geht. Ja, es ist schön, wie ihr uns unterstützt, sondern es geht darum, viele dieser Autoren, die ihr gar nicht kennen würdet, die euch auch während Corona gezeigt haben, wie gefährlich dieser Wahn ist, wo ihr euch möglicherweise keine Spritze absetzen lassen, ja, von denen würdet ihr nichts wissen. Und das nächste WHO-Papier liegt ja schon in der Schublade. Und es geht ja eben nicht nur um uns, es geht um alle alternativen Medien. Und das heißt, sie werden sie sukzessive abräumen. Und wenn das, was hier passiert, in Russland passieren würde, das wäre aber Thema, ja, dass jede Art von Widerspruch würde weggebügelt. Hier ist das inzwischen Standard und wir erfahren nichts davon. Wir erfahren über solche Sendungen davon und über die Kanäle, die es noch gibt. Und wir erreichen auch eine Menge Menschen. Aber wenn man eben nur sagt, hoffentlich, wie geht das aus, ist es ähnlich, wie wenn man auf der Titanic ist und jemand sagt dazu, der Kahn geht aber unter und man hilft nicht beim Boote zu Wasser lassen, dann wundert man sich aber irgendwie, dass man mal Eiswasser am Fuß hat. Das wird genauso kommen, wie Paulus gesagt hat. Erst werden wir rasiert und dann wird jeder rasiert, der nicht das richtige Produkt kauft oder sich hat erwischen lassen, dass er an irgendeine AfD gespendet hat. Und das wird ein Staat, den wir in der DDR mit dem Gängelungs schon hatten und den wir schon vorher kannten. Und dann zieht es für mich nicht mehr zu sagen, wer hätte das denn ahnen können. Ich darf eins noch gleich dazu, bevor Paul da zu seinem Schlusswort anhebt, nur dazu sagen, ich habe auch so ein, deswegen diese Kontaktsperrgeschichte in meiner These, so ein übles Gefühl, wenn auf Weinstephan Butter, Leute Zettel legen, kauft nicht bei Weihenstephan, weil der Chef von Weihenstephan sich mal mit Alice Weidel getroffen hat. Das erinnert mich, kauft nicht bei, erinnert mich an andere unselige Vorgänge. Das hat sich insofern umgedreht, dass sie die Methoden benutzen, nur versuchen, und das haben sie intelligent raffiniert und gerissen hinbekommen, dass die Adressaten oder die Absender ausgetauscht werden mit einem großen babylonischen Sprachverwirrungsvorgang. Das ist alles McCarthy. Und am Ende, wenn man sich anschaut, wie der McCarthy geendet ist, das war jemand, der war dem Wahnsinn, dem Alkoholismus verfallen. Und das wird sich später auch bei unseren Politikern so zeigen. Wir haben ja immer gespottet über die Nazis und so, dass das ja alles Bescheute waren, was ja nicht der Fall war. Da gab es ja schon den einen oder anderen wirklich ziemlich intelligenten Menschen, muss man einfach sagen. Die waren ja nicht komplett blöd. Aber unsere Regierung glänzt durch das Weglassen von Gehirn. Niemand kann später sagen, na ja, aber die waren wirklich sprachlich begabt. Wer denn? Die Außenministerin. Ja. Das ist einfach, das sind solche Flachzangen, ja, die unsere Demokratie, unsere Meinungsfreiheit so kaputt machen, die uns alle so einschüchtern, dass ich genau. Ja, gut, aber du hast es ja selbst in der letzten Sendung gesagt. Selbst bei den Nazis, bei den Intelligenten, gab es Leute wie Sophie Scholl, die Nazi war und dann in den Widerstand gegangen ist, die sich gedreht haben, die eben ihre Intelligenz dann auch genutzt haben und die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung bauen wir gerade. Das waren Kinder und keine Spitzenpolitiker. Und was man sagen muss, nachdem die Nazis... Es gab auch absolut Spitzenpolitiker bei den Nazis. Es gab auch Spitzenpolitiker bei den Nazis. Stauffenberg war vielleicht keiner, aber es gab auch Spitzenpolitiker, die sich von denen gelöst haben. Und zwar vor dem Kriegsende, als der Überfall auf die Sowjetunion stattgefunden hat. Ja. Und es gab auch Spitzenpolitiker, die sich nie gelöst haben und die dann im Westen Karriere gemacht haben. So dass man eben sagen, irgendwie immer schön in der Mitte bleiben, das lohnt sich. Hauptsache, du bist zuverlässig gegenüber irgendeinem repressiven System. Also ich bin gespannt, was das jetzt, ob das jetzt irgendetwas auslöst. Weil wenn das nichts auslöst, dann ist es eben so, dann ist es der Anfang vom Ende und dann wird es kommen, wie es kommt. Und ich weiß, wie es kommt, aber sich nicht bei mir beschweren. Ich bin dann eh nicht mehr da, aber wir werden in Kürze dann alle Uniform tragen. Ich weiß das. Ganz nah dran in dieser Folge, dass Dieter Dehm einsieht, dass der neue Faschismus ganz andere Genickschussanlagen hat als der alte, als er denn erkannt hat, dass sie es doch verbessert haben. Mal schauen, wie die neuen Genickschussanlagen aussehen. Mir sagt auch irgendwas, wir werden es noch rausfinden. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Schaut nächste Woche gern wieder Nachschlag. Geht nächste Woche gern noch, wenn ihr Lust habt, in Berlin um 19 Uhr zu unserer Live-Diskussion. Damit sind wir jetzt bei Ankündigungen von Paul Brandenburg. Die könnt ihr euch ansehen. Also ihr könnt euch auch die Nachschlagsendung, ist wie immer in der Beschreibung verlinkt, ohne meine nervigen Kommentare ansehen. Ich meine, das ist wichtiger zu hören, dass ich nicht so häufig dazwischenreden soll, wenn ich hier auf
was reagiere. Und da denke ich mir auch, die Zuschauer könnten ja eigentlich sich das Originalvideo ansehen. Aber egal. Nochmal zu dem, was Kevan Sufisiyavash hier bei der Bank in Pirna passiert ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich finde, da sollte das BSW auch definitiv schnellstmöglich sein Konto kündigen und zu einer anderen Bank gehen. Also es ist eine absolute Katastrophe, dass oppositionellen Konten gekündigt werden. Und das BSW sollte erstmal kein Konto bei so einer Bank haben und das dann auch noch belohnen. Und zweitens, könnte das BSW als nächstes dran sein. Also wenn hier alternativen Medien massenweise Konten gekündigt werden, dann könnte das auch in einer politischen Partei passieren, wenn die sich zu kritisch äußert. Auch wenn Kevan nicht dran glaubt, dass das BSW wirklich eine Alternative ist, da wäre ich, wie gesagt, mal gerne auf eine Begründung gefasst. Also, ne, ja, auch bei Paul Brandenburg. Die beiden haben mir die ganze Zeit in der Sendung auf das BSW geschimpft, aber keinen einzigen Grund genannt, warum das so sein soll. Naja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Stimmt, die Schlagzeile der Woche müssen wir noch festmachen. Ich würde sagen, das war Zensur über allem, weil Kontosperrung für Oppositionelle, also so massenweise, wie das jetzt bei der Volksbank Pirna passiert, wirklich eine neue Eskalationsstufe sind. Dass andere Banken das gemacht haben, okay, aber die Volksbank Pirna galt ja bisher noch als relativ sicherer Hafen. Das ist schon gefährlich, was da passiert. Das ist schon gefährlich. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass sich die Verhältnisse bis dahin nicht noch weiter verschlechtern. Ich meine, ich reagiere jetzt schon seit einiger Zeit auf Nachschlag und nach jeder Reaktion haben sich die Verhältnisse in Deutschland immer weiter verschlechtert. Die Opposition ist immer weiter unter Druck gesetzt worden vom deutschen Staat, aber auch von privatwirtschaftlichen Konzernen, von Banken, von amerikanischen Großkonzernen wie Google. Ich meine, Paul Brandenburgs Kanal hat er jetzt, seit wir auf Nachschlag reagiert haben, schon zweimal einen Strike erhalten. Mein eigener Kanal hat schon einmal einen Strike erhalten. Also das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die immer weitergeht und die immer schlimmer werden wird. Also das ist definitiv eine sehr ungute Entwicklung, die wir gerade beobachten und die sich mindestens bis zu den Bundestagswahlen noch weiter in diese Richtung entwickeln wird.